Du kannst die Worte in einer Sprache nicht eins zu eins geben, wenn die Worte nicht gibst. Verstehst du? Die arabische Sprache hat über 12 Millionen Wortschatz. Die deutsche hat gerade mal 500.000 oder in die Dreh. Das kannst du gerne jetzt googeln, verstehst du? Oder gucken, wo auch du gucken möchtest. Wie willst du das denn übersetzen? Ich habe nicht gesagt, Gott sagt so, der Mensch sagt so. Ich habe gesagt, du kannst die beide Worte als Plan oder als List nehmen. Sie haben eine List, wir haben eine List. Oder sie planen einen, oder sie machen einen Schmied, wir machen einen Plan, einen Schmied. So habe ich gesagt, nicht meine Was ist Worte mit der verdreht. Schule Verstehst 8, du? Vers 55? Wie kann ich das? Schlimmer als Verstehst das du? Ding. So, und Okay, kann jetzt, ich jetzt? wenn ihr sagt, ihr seid zum Beispiel, ihr glaubt an Gott, ja, ihr sagt Gott, Okay, Bruder, ich warte mal frage dich kurz. jetzt, Du eine legst, Frage frage ich dich, Bruder, du wenn du nicht das stellst, beantwortest, bist du gut. oder ganz kurz, du stellst eine Feststellung, okay? Ich habe fertig, ich will nur fragen jetzt. Ja, Der Letzte Bruder, sagt aber mir zwei ich will Minuten, darauf einfach mal antworten. was Mensch sagen. sagt Der Letzte hat mir 2 Minuten gegeben, 2 Minuten ist nicht um. Jetzt noch meine Frage, dann kannst du antworten, ja? Okay, guck mal, Islamat, wenn du fertig bist, sag bitte, du bist fertig, damit Nur gibt doch frage, redet, dann bin okay? ich fertig, ja? Okay. So, guck mal. Gestern hat einer gesagt, ein christlicher Botschafter hatte gesagt, Gott ist gekommen, ja, um die Sünden der Menschen zu tilgen und ist für uns auf dem Kreuz gestorben oder gestorben, ja? Ich frage dich, muss Gott sterben, damit er die Sünden vergibt? Muss Gott in eine menschliche Gestalt kommen, sich erniedrigen, damit der die Sünden vergeben kann? Ist das allmächtig? Ist das allvergeben? Bitte antworte. Okay, bist du jetzt fertig? Jetzt pass auf, jetzt kommt ein fettes Warte Knockout, mal, Bruder, weil du hast richtig lang geredet. Islamasser, hörst du mich? Islamasser, Nicht hörst du mich? Islamhasser, Islamhaq. Ich meine nicht, ja, Islamak, sorry. Dings hier, ich meine, wenn jetzt Kiptoch redet, ja, bitte redet nicht dazwischen, ja, weil keiner Habe ich dazwischen geredet, einmal da sowieso dazwischen nichts. geredet? Nein, nein, hast du nicht, deswegen, bitte versprich mir, dass du nicht dazwischen redest. Okay, Kiptoch, du bist jetzt dran. Okay, perfekt. So, zuerst mach mich mal ganz kurz groß, Mensa. Tamam. Okay. Also, Mäker, ich kenne das Wort Mäker. Jeder Arabisch Sprechende kennt das Wort Mäker. Denn das Wort Mäker verwendet man auch ab und zu so, ja, in zum Beispiel, also im Alltag, also so zum Beispiel in der Beziehung, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? So, er ist ein Mäker, wenn er mich betrogen hat oder so. Okay? Jetzt pass auf. Pons, ja? Merkel. Tamam. Hier gibt es verschiedene Übersetzungen. Schauen wir uns die erste Übersetzung. Täuschen, betrügen. Zu täuschen, suchen. Arg, List, Verschlagenheit, Vermieter. Ja, okay. Das kann man ausschließen. Auf jeden Fall, hier steht nichts vom Planer, mein Lieber. Und diese App, das ist nicht irgendwie eine pro-christliche oder anti-muslimische, sondern das ist einfach ein Wörterbuch. Wir können auch viele andere nachschauen. Aber ist kein Problem. Auf jeden Fall. Wenn du mir nicht glaubst, ja, obwohl ich Arabisch spreche, aber kein Problem. So, jetzt kommt es. Jetzt kommt's. Und zwar, du sagst, ist es erforderlich, dass Gott sich erniedrigt und ist das Allmächtigkeit? Nein, es ist keine Allmächtigkeit, es ist Gerechtigkeit. Ja, es ist Gerechtigkeit, denn Gott ist gerecht, aber er ist auch barmherzig. Er ist auch barmherzig, okay? Was bedeutet das? Das bedeutet, im Alten Testament, selbst in deinem Koran steht, dass Ibrahim Schlachtopfer dargebracht hat. Warum hat er sie dargebracht? Jeder Gelehrte weiß, er hat sie dargebracht zur Vergebung der Sünden. Okay? Jetzt frage ich dich, warum muss Ibrahim ein Schaf schlachten, damit seine Sünden vergeben werden? Warum? Okay, jetzt pass auf. Wir glauben daran, dass dadurch, dass Adam und Eva vom Apfel gegessen haben und Jesus ihnen ein Urteil auferlegt hat, das besagt, wenn ihr von dieser Frucht isst, dann stirbt ihr, hey, nicht unterbrechen, dann stirbt ihr und er dieses Wort nicht hält, dann ist er ja nicht Gott. Aber er hat das Wort gehalten, hat gesagt, ihr werdet sterben. Okay? Und sie daraufhin sind nicht ins Himmelreich gekommen. Auch alle danach, alle Propheten danach, alle vor Jesus sind nicht. Aber was hat er danach gemacht? Er ist zwar gerecht, aber er ist auch barmherzig. Was hat er uns zur Verfügung gestellt? Das Schlachtopfer. Ja, denn die Sünde bringt den Tod hervor, wie Mensa vorhin sehr schön gesagt hat. Okay? Und Tiere wurden aufgeopfert. Ja, aber diese Tiere konnten ja nicht die Auch Sünden. Menschen.
Hey, ganz kurz, Mann. Die Tiere konnten nicht die Sünden aller Menschen auf sich nehmen, ja? Aber Jahwe wollte auch... Was war... Ey, Lugia, Mann, halt! Sei mal leise, verdammt. Was ist los mit dir? Hör doch mal zu. Okay, danke schön. Ich komme ja schon dazu, okay? Auf jeden Fall, ein Tier kann nicht die Sünden aller Menschen aufnehmen. Ja, es geht nicht. Was musste passieren? Es musste passieren, dass der Messias kommt, ja? Und zwar ein sündenloser Mensch. Wer ist sündenlos? Erklär mir jetzt, wer ist sündenlos? Keiner ist sündenlos. Deswegen musste Gott sich inkarnieren, weil es keinen Mensch gibt, der sündenlos ist. Ja? Auf jeden Fall, genau, und so war es. So musste es nicht geschehen, aber so hat Gott mit voller Barmherzigkeit und mit der Gerechtigkeit hat er gehandelt, ja, und ist Mensch geworden. Ja, und hat für uns gelitten, ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden. Okay? Und genau so ist es. Und das war's. Das hat nichts damit zu tun, ob Allah jetzt allmächtig ist. Nein, ich sag dir jetzt was, okay? Hätte Gott die Zeit zurückgedreht und hätte gesagt, hey, Adam und Eva, isst nicht von diesem Baum, weil sonst wird so und so passieren. Ja? Dann wäre er ein Lügner. Wann wäre Gott, ja, Astaghfirullah, dann wäre er ein Lügner erstens und zweitens, dann wäre er nicht gerecht. Weil dann hätten sie erstens keinen freien Willen und zweitens, er hätte sein Wort nicht gehalten. Okay, dankeschön. Okay, jetzt ist gut. Ich kurz begrüßen. Oder so, ja, okay. Hm. Gottes Segen. Mensa, deine Videos, echt stark. Gottes Segen. Echt Hammer. Dankeschön. TikTok und ja, Gottes Segen euch allen. Lugia, du hast vorher behauptet, du bist Christ, aber ich bin mir zu 1000% sicher, du bist kein Christ. Das war alles von mir. Ich fordere dich jetzt darauf auf die zwei Punkte einzugehen, und zwar auf Mekker und auf Dings, weil du hast gesagt, wenn du richtig wissend bist, dann beantworte mir die Frage. Jetzt habe ich dir die Frage beantwortet. Was sagst du jetzt? Komm, Islamhack. Islamhack, entstumm dich und rede bitte. Falls du noch da bist. Wenn nicht, dann kann Lugia gerne reden. Zwischenreden. Also, ich habe dich gehört, ja. Du bist erstmal, soweit ich weiß, auf diesen Vers eingegangen. Schau mal, ich übersetze dir jetzt dieses Schlag auf, ja, wenn du was aufzuschlagen hast. Ich kann dir nur sinngemäß geben, weißt du, weil ich kann dir das Arabisch erklären, aber auf Deutsch, ich kann dir sinngemäß geben. Sura Al-Anfal, ja, das ist die 8. Sura im Koran, Vers 30. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke geschmiedet, um dich festzusetzen oder zu töten, ja, oder zu vertreiben, sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedet Ränke. Ja, aber Allah ist der beste Ränkschmied. Hast du jetzt verstanden? Die wollten mit ihrem Plan oder Schmied oder List, wie du das auch gerne zur Übersetzung nimmst, ja, den Propheten, die Gläubigen, Schaden zufügen, was Allah nicht zugelassen hat. Ja, das ist das mit Schmied oder Rank oder Plan, was ich dir sage. Und der Name, was du da übersetzt hast, Al-Makir, ja, die genauere Übersetzung, ich weiß nicht, wo du die Übersetzung guckst, aber das ist dieses, was ich dir gesagt habe. Das bedeutet der Planer. Ja, jetzt frage ich dich, glaubst du an Vorherbestimmung? Lügen ist Sünde. TikTok, glaubst du an Vorherbestimmung? Glaubst du an daran, dass Gott etwas plant oder nicht? Ja, ist Frage, TikTok. Musst du googeln oder was? Ich dachte, du hast Ahnung. Nee, ich glaube, er ist weg. Okay, irgendwas stimmt nicht. Schick mal nochmal eine Anfrage, Islamak. Ich habe dir nochmal eine Einladung geschickt. Genau. Ja, okay, mach mal weiter. Ja. Weißt du, wenn du Arabisch ein paar Wörter gelernt hast, ja, weil du die gegoogelt hast. Das heißt nicht, dass du der arabischen Sprache mächtig bist. Bruder, ich bin mit der arabischen Sprache geboren, ich bin mit der arabischen Sprache aufgewachsen. Ich komme aus Ägypten, Bro, was willst du mir sagen? El-Makir bedeutet The Planer. Der Planer. Bruder, Makir bedeutet Täuscher und Mukhattat bedeutet Planer. Makir bedeutet Planer. Bruder, was heißt Planer? Was heißt Mukhattat? Schau mal. Was heißt Wahid? Schau mal. Mukhattat. Okay, warte mal.
Warte mal, ganz kurz, warte mal, ganz kurz, ich mach mal, Islamhack, ganz kurz, bitte. So, ich habe eine Frage, okay? Ja, bitteschön. Islamhack, was verstehst du darunter, wenn ich zu dir sage, ich habe mir etwas ausgedacht? Was bedeutet das? Dass du dir etwas überlegt hast. Ausgedacht oder bedeutet für dich überlegen, nicht nachdenken. Ja, dass du, es ist dasselbe, ob du etwas nachdenkst, ob du ausgedacht hast hier vielleicht, dass du irgendetwas aus dem Kopf, was eine Philosophie, Fantasie, es kann zu vielen Sachen hingehen. Weißt du, was ich meine? Okay, okay, okay. Warum kritisiert Allah Menschen im Koran dafür, dass sie sich etwas ausgedacht haben? Wo kritisiert Allah Menschen? Sure 43, Ayat 78. Wieso hat er Menschen dafür kritisiert, dass sie sich etwas ausgedacht haben, wenn du sagst, dass Ausdenken einfach Nachdenken bedeutet? Guck mal, lese mir diese Verse vor. Ich lese vor, okay? Welche Sura hat Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt? Ich erkläre dir das. Sure 43? Ja. Ja, Ayat 78 bis 79. Ja. Soll ich lesen oder willst du lesen? Ja, lies mal, du, was du sagst. Okay, da steht, wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. Okay, also ihr mögt die Wahrheit nicht. Und dann sagt er im Vers 79, oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Was bedeutet das? Was verstehst du darunter? Ich verstehe nicht. Bitte? Hallo? Hallo? Sag einfach. Oh Mann, Alter. Guck mal, er hört mich. Ich weiß, dass er mich hört. Jetzt höre ich dich. Bruder, okay. ich hab dich auch nicht gehört, Bruder. Ah, okay, sorry, okay. Hör mich oder hört man mich nicht? Ja, ja. Ich höre dich. Okay, das heißt, Islamhack, hörst du mich? Oh Mann, Leute, ja wirklich. Also er tut so, ich glaube, er tut wirklich so, als ob er mich nicht versteht, okay? Warum? Weil er meine Frage nicht beantworten will. Aber ist okay. Na gut, egal. Mensa, tut mir wirklich, ja? Ich habe schlecht Empfang, ich bin auf der Arbeit. Okay, kein Problem. Dann komm mal später nochmal, ja? Ja? Oder haben Sie sich eine Sache ausgedacht? Auch wir können uns etwas ausdenken. Ausgedacht bedeutet zum Beispiel in diesem Konzept ist gemeint, ja, die meisten Menschen leugnen auf der Erde, dass es einen Gott gibt, ja. Die meisten Menschen sind Atheisten oder glauben an mehreren Götzen, ja. Das würde ich mir nicht ausdenken, ja. Haben sie sich eine Sache ausgedacht, das heißt, auch wir können uns etwas ausdenken. Was ist damit gemeint? Du musst jetzt hier in diesem, damit so wird das keiner verstehen, weißt du, was ich meine? Du musst weiterlesen. Oh Mann, Alter. Okay, erzähl mal. Hm? Guck mal, Leute, ganz ehrlich, guck mal, ich hab keine Energie mehr dafür, dass Leute immer wieder lügen, sogar schön reden wollen, okay? Guck mal, da steht klipp und klar, ja, dass Allah sagt, diese Leute, die mögen die Wahrheit nicht. Und am nächsten Satz sagt er, die haben sich etwas ausgedacht. Und dann sagt Allah selber, auch ich kann mir etwas ausdenken. Und jeder weiß, was ausdenken bedeutet. Ausdenken bedeutet etwas erfinden, was nicht wahr ist. Es ist eine Lüge. Und Allah will damit sagen, auch er kann lügen. Aber anstatt, dass er das einfach zugibt, will er philosophieren. Seit 5 Minuten will er meine Frage nicht beantworten. Verstehst du? Und jetzt tanzt er rum, aber das ist Takia, ich weiß. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, okay? Also nochmal, Sure 43, Ayat 78 bis 79. Allah sagt klipp und klar, auch er kann sich etwas ausdenken. Ausdenken bedeutet etwas erfinden, was nicht wahr ist. Das heißt, Allah sagt klipp und klar, dass er in der Lage ist zu lügen. Genauso wie er in anderen Suren sagt, er ist in der Lage zu täuschen und so weiter und so fort. Er ist der beste Täuscher, okay? Punkt. Man braucht nicht da Breakdance zu machen und irgendwie, keine Ahnung was, alles Mögliche. Deswegen, das mal dazu. So. Genau, Bruder. Vor allem, das kann man auch verknüpfen mit, ja, sie sind Betrüger. Deswegen sagt Allah, ja, und ich bin der beste Betrüger. Das heißt, er vergleicht sich mit dem Mensch, Bruder. Wie geht das? Das kann ich mir nicht. Alles. Hallo, Isa 911. Hallo. Ich hätte eine Frage zu euch wegen diese Schmied und Gott ist ein Täuscher und so. Gibt es sowas nicht bei euch in der Bibel, dass Gott täuschen tut? Die nee, Schlange Gott ist der Täuscher. Mann.
Also das ist die Antwort jetzt. Die Schlange ist der Täuscher. Nein, nein, ich habe gefragt, ob das sowas bei euch auch in der Bibel gibt. Nee, lass mich mal antworten. Also erstens, so etwas gibt in der Bibel, ja, das stimmt, aber es ist nicht Gott, der täuscht, sondern Gott lässt Täuschung zu. Das kann er machen, einfach als Strafe. Aber Gott selber in seiner Natur ist kein Täuscher. Das ist der Unterschied zwischen dem echten Gott und eurem Gott aus dem Koran. Euer Gott sagt, Okay. er selber ist Und ein wo steht Täuscher. das? Wo steht das in der Bibel, was du gerade gesagt hast? In der Bibel steht, dass Gott einen Täuschungsgeist, ja, ausgießt an bestimmte Menschen als Strafe. Aber dieser Er Geist ist gießt den nicht. aus. Gott gießt es aus, aber das kommt nicht von ihm, sondern er lässt es zu, dass Menschen weiterhin getäuscht werden. Warum? Weil sie ihn ablehnen. Aber der Okay, Unterschied also. zu eurem Gott ist, dass euer Gott Ja. selber sagt, dass er selber ein Täuscher ist. Ja, aber du hast dir gerade nicht zugehört. Du hast gerade gesagt, dass es Gott lässt das zu, aber Gott hat diesen Geist, also hat Gott für dich diesen Geist erschaffen. Er hat diesen Geist erschaffen, aber das ist ja nicht er selbst. Alles, was er Kommt erschaffen das hat, dann ist er. von ihm? Hört mir Darf mal ich Ihnen zu. ein Beispiel bringen? Nein, nein, Darf ganz ich kurz Ihnen ein bitte, Beispiel ganz kurz bringen? bitte, ganz kurz bitte, Okay. Isa. Wenn Gott etwas erschafft, dann heißt es nicht, dass das, was er erschaffen hat, er selbst ist. Ansonsten musst du sagen, dass Satan Allah ist, oder? Wer hat Satan erschaffen? Allah oder wer? Ja, klar, Gott hat Okay, Satan erschaffen. ist Allah Satan? Was hat das mit das zu tun? Weil du ja mit diesem Argument gekommen bist. Nein, ich habe dir gesagt, du sagst, es kommt nicht von Gott. Satan kommt von Gott. Aber du sagst, der Geist, mit dem Gott die Menschen da testen wollte, das kommt nicht von Gott. Was? Verstehst du? Darf ich Ihnen ein Bruder, Beispiel bringen? Bruder, wenn es so etwas wie das Böse und Oh diesen Mann, Geist, den Alter. du meinst, nicht gibt, okay? Wo gibt es dann den freien Willen? Erklär mir das, Aisha. Nochmal? Guck mal, Wo die gibt Frage, es? Ja. guck mal, nochmal. Bei Ja. uns im Koran steht ja, die haben eine List geschmiedet, also diese Ungläubigen haben eine List geschmiedet, um Jesus, also Isa, Aha, umzubringen. okay. So. Gott hat wusste deren List und hat das rückgängig gemacht. In dem Sinne, er hat sie getäuscht. Also, die wollten täuschen, er hat sie getäuscht in dem Sinne. Das ist im Koran. Ja, aber du hast gesagt, er wurde Fertig. ausgetauscht, irgendwer wurde statt ihm, das steht nicht im Koran. Aber alles gut. Was bedeutet Shubuhalahum? Ja, Was das bedeutet heißt, es Shubuhalahum? kam ihnen so vor Es oder kam ihm so vor. Also fertig. Also. Shabah bedeutet auch, ja, egal, auf jeden Fall. Also steht's im Koran. Was steht im Koran? Mann, Also Herr, es du hast steht im gerade, Koran. Bruder, ist doch egal, Mann. Okay, komm jetzt, komm, reden wir jetzt mal über die Tatsache, über was es geht, okay? Also, So, es geht darum, er das wollte mit wie. Mekr, das mit lassen, dass Jesus nicht der ist, den sie glauben, damit er das Werk vollbringen kann. Also er lässt hier das Böse zu. Zum Beispiel sein Werk musste geschehen. Er konnte ihn ja retten, aber dann wäre zum Beispiel sein Werk nicht erfüllt. Deswegen waren die Pharisäer getäuscht, teilweise. Ja, so ergibt Sinn, wenn Gott Täuschung zulässt, in dem Sinne, dass er was Gutes rausbringen kann. Oder Guck hier mal, das guck mal. Böse zum Beispiel. Ihr redet um den heißen Brei. Nochmal. Vorlesen? Kann ich vorlesen, ja, kann ich. Hast du schon mal Jeremia gelesen? Hallo? Ja. Hast du schon mal das Buch Jeremia gelesen? Also, sonst hätte ich dir jetzt die Verse doch nicht gegeben, oder? Okay, erklär mir mal die Geschichte von Jeremia. Willst du jetzt die Geschichte von Jeremia haben? Oder willst du Ja. jetzt mir erklären, weil du wolltest kurz einen Prozess machen oder wohin willst du jetzt? Du hast gesagt, du Ich hast schon mal dachte, du das wolltest Buch. kurz einen Prozess machen und jetzt gebe ich dir einen Vers und jetzt willst du, anstatt du mir das vorliest und mir mal erklärst, warum euer Gott das gleiche macht wie der Gott von den Muslimen, soll ich dir jetzt irgendwas über Jeremia erzählen? Ja, du hast ja gesagt, du hast schon mal das Buch gelesen, deswegen machen wir eine kurze Es, es ist, Zusammenfassung. es ist, es ist, der Punkt ist jetzt, ich habe dir den Vers gegeben, wo das da drin steht. Kannst du uns das erklären, Das werde ich warum machen. euer Gott das gleiche macht? Ja, das werde ich machen, nachdem du uns erklärt hast, was das Buch Jeremia sagt. Erklär uns mal die Nein, Geschichte von nein, Jeremia. das machst du, mach das erstmal und danach, weil das war erstmal das erste Thema. Du Warum hast euer Gott das Jeremia Gleiche tut. zitiert. Ich habe dich gefragt, hast du schon mal gelesen? Du hast ja gesagt. Deswegen gib uns bitte eine kurze Zusammenfassung von dem Buch Jeremia. Dankeschön. Okay, das heißt für mich, du willst nicht antworten. Okay, alles schön und gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Fertig, aus Ende. Mehr kann ich auch nicht sagen. Siehst du, wie du Ja, dich dann. dieses Drumherum. Warum dieses Drumherum?
Okay, willst du erklären? Okay. Bitte schön. Okay. Willst du nicht erklären? Okay. Dankeschön. Okay. Schönen Tag dir noch. Nee, nee, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Hau nicht ab. Flüchte nicht, flüchte nicht. Ja, ich flüchte, ja. Ich will ja auch nicht vorlesen und ich will es auch nicht erklären. Und okay. Ich will ja auch. Ja, okay. Das ist es ja. Das okay. Ich werde dir jetzt die Antwort geben. Versprichst du uns, dass du uns danach die Geschichte von Jeremia erzählst? Na, du liest mir erstmal den Vers und sagst mir, nee, genau. du liest mir den Vers und dann erklärst du mir mal, warum ihr dann sagt, bei ja, das mach ich. Euer das Gott ist ein Täuscher, und wenn Gott bei euch auch ein Täuscher ist, dann sagst du, okay, ich nehme es zurück, unser Gott ist auch so ein Täuscher. Okay, ich werde dir das erklären. Versprichst du uns, dass du uns danach die Geschichte von Jeremia erzählst, weil du sagst ja, du hast schon mal gelesen. Machst du das? Ich habe das Buch Jeremia gelesen. Genau, deswegen kannst du uns. Ich hab's nicht durchgelesen, also ich habe da gelesen und habe sowas gefunden. Fertig. Okay, das heißt, du hast noch nie das Buch durchgelesen, richtig? Durchgelesen habe ich das noch nicht, aber ich habe diesen Punkt gefunden. Okay, das heißt, du hast nur diesen Vers gelesen, richtig? Gibt's auch andere Verse? Ich habe ja auch einen anderen. Kannst. Okay, egal. Jetzt weiß jeder, du hast noch nie das Buch gelesen, aber kein Problem, ich erkläre dir. Also in Jeremia Kapitel 4, Vers 10. Weißt du, wer da spricht? Wenigstens das. Weißt du, wer da spricht, wenigstens? Hallo? Bist du da oder bist du Kaffee trinken? Nein, ich habe einen Anruf bekommen. Ich höre mich doppelt. Ich komme wieder rein. Okay, mach das. Also Leute, das ist genau das, was ich meine. Leute kommen hoch, ne, die haben gar keine Ahnung, gar kein Wissen, ne, reißen sich irgendwelche Verse aus dem Kontext, und ich weiß genau, was dieser Vers sagt. Ich kenne diese Geschichte, aber er kennt diese Geschichte nicht, weißt du, deswegen habe ich ihn das gefragt. Aber wie wir alle wissen, kennt er die Geschichte nicht. Er hat einfach nur den Vers gebracht, weil er denkt, dieser Vers spricht für ihn. Ohne zu wissen, dass es genau gegen ihn spricht, aber das würde er wissen, wenn er die Geschichte kennen würde. Kennt er aber nicht, weißt du? Aber okay, ich nehme die Jungs wieder hoch, weil das ist Zeitverschwendung. So. Bruder, das ist diese Strafe an das Volk Israel. Ne? Ja, das und da, wo sie sagen Digga, werden. Ja. Weißt du, von wem der diese Verse hat, Bruder? Bruder, der das hat, Ding. Er hat den nicht mal gelesen. Der hat es von Hamdi und Joker und die anderen Gummibärchen. Dicker, das Ding ist sogar, dass Jeremia diesen Eindruck von Gott hatte, dass Gott ihn getäuscht hat. Weißt du, wieso? Weißt du, wieso Jeremia das gesagt hat? Weil Gott ihm gesagt hat, er soll predigen, und Jeremia hat dann von den Menschen nur Hass bekommen. Und weil er sauer war, hat er gesagt, Gott, du hast mich getäuscht. Aber später hat er sich sogar dafür entschuldigt. Aber nein, Bruder, Mensa, ich glaube, du verwechselst das. Bruder, weißt du, das sagt nicht mal Jeremia. Jeremia redet darüber, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat, und dadurch hat Israel die Strafe bekommen. Ja, da hier steht, denn Unheil bringe ich von Norden und großes Verderben, sagt Gott, okay? Der Löwe hat sich aus dem Dickicht erhoben, deine Städte werden zerstört und entvölkert. Und jetzt pass auf, Bruder. Und hier steht, Jeremia sagt im 14, sie sagen, wer ist sie? Das Volk Israel sagt, ach Gebieter und Herr, wahrhaftig schwer hast du getäuscht dieses Volk und Jerusalem. Warum? Weil sie bestraft wurden, und dafür sagen sie sowas, Bruder. Und der kommt mit sowas, Bruder, es ist richtig peinlich, sag ich dir. Mensa. Ja? Guck mal, es gibt einen Vers, was die Muslime heutzutage wirklich damit deutlich benutzen. Und zwar von diesen Liebe zum. Ja, Bruder, vergiss mal diese Hampelmänner, wirklich, vergiss mal diese Witze. Nein. Ich will nur damit sagen, dass er meint, dass wir Christen unsere Eltern hassen müssen. Dicker, das hat doch jetzt nichts damit zu tun, das ist komplett was anderes. Okay. Hi. Hi. Vorab will ich ganz kurz sagen, ich bin keine Gelage oder so. Also ich weiß, man hört dich leider schlecht. Hast du ein Mikro oder sowas? Kannst du bitte ohne Mikro reden, weil man hört dich voll schlecht. Ohne Kopfhörer, weil jetzt? Ich weiß, ja, jetzt ist besser, ja. Okay, perfekt. Ich wollte sagen, vorab erstmal, ich bin keine Gelehrte. Ich weiß so viel, wie ich weiß halt. Und einen kurzen Moment. Also ich hoffe, man kann mit euch normal reden und respektvoll reden, weil der Chat ist schon echt sehr, wie muss ich das sagen? Ja, ignoriere einfach den Chat. Und auch moderat und so. Genau. Also, ihr stimmt alle nicht mit ein, dass Jesus ein Muslim war, oder? Nee, eben nicht. Okay. Und habt ihr zu diesem Thema jetzt eine Frage?
Oder dass Jesus Muslim war? Ja, oder also mäßig, okay, wie das sagt. Ich habe eine Frage. Okay. Dürfen Muslime Allah Vater nennen? Vater? Ja. Also wir nennen ihn nicht Vater, nein. Okay, Jesus hat aber Gott Vater genannt. Ist er trotzdem ein Muslim gewesen? Er hat ihn Vater genannt. Wo steht das denn? Im Koran oder was? Ja, aber du kannst mich ja nicht, kannst ja nicht Bibel bringen und mir sagen. Okay, das heißt, wenn er hat ihn Vater genannt, weil die Sprache früher war so. Ah, weil die Sprache. Die früher gesprochen haben. Die haben so gesprochen. Leute, bitte, ey, Leute. Ja. Das heißt, wenn ich über Jesus reden will, soll ich nicht die Bibel lesen, sondern lieber den Koran, die 600 Jahre später kam, ja? Der 600 Jahre später kam. Ja. Also, ich weiß nicht genau, das Ding ist, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, wenn du mir was von der Bibel sagst. Weißt du, was ich meine? Hör mal, aber bitte, Islam hat ganz kurz, bitte. Du hast recht. Du hast recht, indem du sagst, wenn ich über. Natürlich, wenn du über Jesus was sagst, bringst du deine Bibel und deine Verse. Ganz richtig. Aber genau. Die Frage ist hier, wir sagen zu Allah natürlich nicht Vater, bei uns ist das nicht erlaubt. Ja? Ich weiß, aber deswegen. Moment, jetzt die Frage. Oh. Ja? Sind das göttliche Eigenschaften oder menschliche? Das hat nichts mit Thema zu tun. Bitte bleib mal kurz. Das hat damit zu tun. Ihr personalisiert ja einen. Schau mal, unser Gott. Warte mal, das ist gerade Energieverschwendung. So, B, guck mal. Jesus hat 600 Jahre vor dem Koran gelebt, okay? Bevor Islam überhaupt in die Welt kam, bevor Mohammed überhaupt geboren wurde. War Jesus schon da vor 600 Jahren, okay? Wurde er Mensch, okay? Mhm. Das heißt, wenn du wissen willst, wie Jesus war oder was er gesagt hat, was er getan hat, dann guckst du nicht erst in ein Buch rein, was 600 Jahre später geschrieben wurde, sondern du guckst in ein Buch rein, was in seiner Zeit geschrieben wurde, nämlich die Bibel. Ja? Und die Bibel sagt klipp und klar. Also ich sollte jetzt, wenn ich über Jesus was wissen will, in die Bibel gucken, oder? Natürlich, wo denn sonst? Aber das... Mensa, darf ich da was ergänzen, Mensa, ganz kurz? Klar, kannst du machen, kannst du machen. Ja, hast du schon mal Koran 3, Vers 3 gelesen? Das Ding ist, ich habe gerade keins zur Verfügung. Okay, ich kann dir sagen, was da steht. Du kannst es nachher nachprüfen. Dort steht, dass Allah das Evangelium offenbart hat und die Tora. Und in dem Evangelium finden wir die Geschichte von Jesus. Also dein Gott sagt, ich habe das Evangelium offenbart, wir gehen in das Evangelium und lesen dort, und dort lesen wir, dass Jesus Gott Vater nennt. Aber ihr wisst ja auch, dass, also wo steht das? Das steht ja im Koran. Und der Koran frei. Ja, im Koran. Und der Koran wurde ja gesandt, weil die Bibel zum Beispiel erstmal verfälscht worden ist. Deswegen Buch, das steht ja auch im Koran, dass es das Buch ist, ohne Zweifel und, einen Moment, ohne Fehler. Darf ich ganz kurz? Sehr gerne, mach mal. Okay, B. Allah ist doch allwissend, oder? Ja. Okay, er kann in die Zukunft schauen, er ist außerhalb Zeit und Raum, okay. Wenn er doch wusste, dass seine eigenen Bücher verfälscht werden, ja, und er dadurch entweder einen Irrglauben entschuldigt hat oder nicht wahrhaftig war und Leute in den Himmel, das ist jetzt zu kompliziert, auf jeden Fall. Wenn er doch wusste, dass seine eigenen Bücher von Gott verfälscht werden, warum hat er nicht von Anfang an den Koran auf Arabisch herabgesandt und hat gesagt, keiner soll es übersetzen? Warum? Warum hat er zuerst die Tora, also die Tora und den Injil herabgesandt? Ich weiß ganz genau, du wirst keine Antwort dafür haben, aber das ist, ja, alles gut. Also dieses Argument, was du gebracht hast, ist echt nicht, ja? Also ich kann dir darauf jetzt nicht eine richtig Antwort geben, weil ich will halt auch nicht viel Falsches sagen. Ich habe auch noch nie eine Antwort bekommen. Alles gut. Krass darauf. Ja, ja. Aber was wir halt wissen, ist, dass sie verfälscht wurde und dass es das letzte Buch ist. Und diese Antwort kann ich dir geben. Lass mich bitte einmal bitte reden, bitte. Ganz kurz bitte. Denkst du denn nicht, wenn dein Gott sagt, er hat das Evangelium offenbart,
Denkst du nicht, dass er dann auch hätte sagen sollen, dass das Evangelium, das er offenbart hat, verfälscht wurde? Das Krasse ist, ich sehe einfach hier... Ich habe wirklich die Frage nicht gerade verstanden. Okay, nochmal. Dein Gott sagt, er hat das Evangelium offenbart. Ja? Koran 3, Vers 3. Denkst du denn nicht, wenn du so sagst, das Evangelium wurde verfälscht, hätte dein Gott das nicht auch sagen sollen? Ich meine, er sagt, dass es offenbart wurde von ihm. Du behauptest, es wurde verfälscht. Warum sagt denn dein Gott nicht, dass es verfälscht wurde? Ey, Matt, sie ist überfordert. Okay. Hier steht, er hat dir das Wort mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was dass offenbart wurde. Genau. Also bestätigt der Koran die Bibel? Wie bestätigt der Koran die Bibel? Ja, ich frage dich, das steht hier drin im Koran. Okay. Bestätigt der Koran der Bibel? Bestätigt nicht die Bibel. No. Okay, danke schön. Das heißt, du hast gerade dem Koran widersprochen. Nein, aber ich habe dem Koran nicht widersprochen. Ja, ganz kurz, Aisa, ich wollte eh schon mit dir reden, ganz kurz. Ja, ich wollte so oder so meine Frage, ich habe meine Frage gestellt, ihr habt das so relevant, ihr habt das einfach zur Seite gelegt und ich habe schon beantwortet. Neue Themen. Ich kann nochmal beantworten. Soll ich nochmal beantworten? Ja, bitte. Kannst du uns erstmal den Vers lesen und dann darauf antworten? Alles mit der Uhr. Sofort. Super. Sie sagen, okay, oder wir gehen ein bisschen früher, ja? Ja, der Leute, warte mal. Leute, ich werde gleich ein paar runternehmen, weil das ist gerade sehr, sehr chaotisch, also deswegen. Ja. Aber ihr könnt, mach mal weiter. Ja. So. Es geht darum, dass das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat. Okay? Dass du, guck mal, ich will, dass du mir den Vers gerade erstmal liest. Ganz kurz. Und dann kannst du es mir schön erklären. Was los mit dir, Mann? Lass mich doch ausreden, okay? Bro, ich mag das gar nicht, sonst werde ich gar nichts beantworten, okay? Auf jeden Fall. Okay, bitteschön. Hier geht's darum, Gott ist wütend quasi wütend auf sein Volk, auf sein auserwähltes Volk, auf das Volk Israel, okay? Also sie erhalten die Strafe dadurch, dass sie sich von Gott abgewendet haben, okay? Und jetzt pass auf. Hier steht, okay, der Löwe hat sich aus dem Dickicht erhoben, die Völker ist aufgebrochen, er hat sein Land verlassen, um dein Land zur Wüste zu machen, deine Städte werden zerstört und entvölkert. Hier geht's um die Strafe. Darum legt Trauerkleider an und klagt und heult. Nein, der glühende Zorn des Herrn hat sich nicht von uns abgewandt. Ja, an jedem Tag wird es geschehen, Spruch des Herrn, vergehen wird der Mut des Königs und der Mut der Machthaber. Die Priester werden starr sein vor seiner Schrecken, die Propheten sich entsetzen. Und jetzt pass auf. Sie sagen, wer ist sie? Wer ist sie? Sind die Machthaber und die Priester und die Könige. Warum? Weil sie sich von Gott abgewandt haben. Was sagen sie? Was sagen sie? Jetzt pass auf. Sie sagen, ach Gebieter und Herr, wahrhaftig schwer hast du getäuscht dieses Volk und Jerusalem. Oh, also hat uns Gott getäuscht? Oder sagen das nur die Leute, weil sie die Strafe bekommen, die sie erhalten müssten? Hä? Isa. Okay. Das ist jetzt deine Antwort, Team? Ja, genau, das ist meine Antwort. Okay. Hast du uns vorgelesen gerade, hast du uns das vorgelesen? Jeremia 4,10. Sie sagen, man sieht im vorigen Vers, mit sie sind die, hier steht König, Machthaber und 4,10. Im Rea 4,9 und dann 4,10. In 4,9 steht die Machthaber und die Könige, okay? Auf jeden Fall, da steht, sie sagen, ach Gebieter und Herr, also ach Gott, wahrhaftig hast du getäuscht dieses Volk. Warum? Warum? Weil ich dir vorhin erklärt habe, weil sie eine Strafe erhalten, dadurch, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Deswegen sagen sie, oh, du hast uns getäuscht. Verstehst du? Weil da steht danach, Heil werdet ihr finden. Okay? Und nun geht uns das Schwert an die Kehle. Aber, guck mal. Warum? Weil sie die Strafe erhalten haben von Gott. Okay? Guck mal, mein Lieber. Wenn da steht, warte mal kurz, wenn da steht, sie sagen, wahrhaftig hast du getäuscht dieses Land. Ist das vergleichbar mit, wenn Allah selbst spricht und sagt, ich bin der größte Täuscher? Boah, Bruder, ehrlich, du hast dir ehrlich fett ins Knie geschossen gerade. Also, da steht nicht sie sagen, da steht ersten, da sprach er, o Herr. Von wo hast du sie sagen? Okay, nee, das ist eine Textvariante, also in manchen Übersetzungen steht sie, also das ist auch in der Fußnote markiert. Das stimmt gar nicht, was er sagt, gell? Ja, genau, es steht sie. Ich kann auch den Urtext rausholen, Mann. Okay, hör auf mit dieser Taktik. Nee, geht alle auf Bibel, auf diese Bibel-App, da steht das. Ich bin hier kein, guck mal, Isa, du hast recht. Er hat doch geantwortet, kann ich jetzt reden?
Oder soll ich rausgehen lieber? Könnt ihr alleine reden, dann könnt ihr alleine diskutieren. Er redet, ihr gebt euch dann gegenseitig recht. Ist kein Problem. Dicker, willst du nicht mal zulassen, dass ich zu dir rede oder was? Nein, ich will jetzt mit ihm reden. Er hat doch jetzt geantwortet. Warum? Naja, und ich will dir sagen, du hast recht, aber er hat auch recht. Ihr habt beide recht, aber du liest aus einer anderen Übersetzung, er liest aus einer anderen Übersetzung. Das will ich dir gerade sagen. Das hast du ja schon gesagt. Das hast du ja schon gesagt. Aber hier. Erzähl doch mal. Ja, aber hier steht bei mir, erstens, er sagt. Und dann sagt er, oh Herr, ne? Du hast sie getäuscht. In dem Sinne, er hat denen Frieden versprochen, aber hat ihnen das Schwert geschenkt. Richtig, ist das eine Täuschung? Nee, die behaupten das, oder Jeremia behauptet das. Es ist nicht Gott, der sagt, ich bin ein Täuscher, so wie dein Gott sagt, dass er ein Täuscher ist. Sondern die Leute. Mein Gott sagt nicht, er ist ein Täuscher. Okay. Warte mal. Wer ist der beste Täuscher laut Allah? Guck mal, die Frage ist nochmal. Wer ist der beste Täuscher laut Allah? Guck mal, du gehst wieder weg von der. Wer ist der beste Täuscher laut Koran? Ich wollte dir den anderen antworten. Nee, antworte mal auf meine Frage. Wer ist der beste Täuscher laut Koran? Guck mal, solange du mir nicht antwortest, werde ich dir auch nicht antworten. So, okay, antworte mir doch erstmal. Ich habe dir und gesagt. Dann kommen wir weiter. Guck mal, er hat gesagt, oh Herr. Guck mal, der Junge ist so bekloppt. Du sagst, er soll antworten, dann redest du einfach weiter. Bist du bekloppt oder was ist los mit dir? Guck mal, wenn du jetzt noch einmal dazwischen redest, ja, dann werde ich dich kicken, okay? Ich weiß, dass du gekickt werden willst, damit du sagen kannst, guck mal, die haben mich gekickt, weil die meine Frage nicht beantworten konnten. Ich kenne deine Taktik. Deswegen bitte hör auf, dazwischen zu reden. Wenn du von mir eine Antwort verlangst, dann bleib ruhig, schweig und lass mich reden. Ganz einfach. So, nochmal. Der Unterschied ist, dass in der Bibel steht, dass die Leute behauptet haben, dass Gott sie getäuscht hat. Warum? Weil sie bestraft wurden für ihre Sünden und sie dachten, sie werden für immer Frieden haben. Der Unterschied zu dir ist aber, dass in deinem Buch, dass dein Gott selber sagt, dass er der beste Täuscher ist. Dein Gott hat selber bestätigt, dass er ein Täuscher ist. Bei uns haben irgendwelche Leute behauptet, dass Gott sie täuscht, weil sie das Gefühl hatten. So, jetzt bist du dran. Antworte. Von den Leuten, denen du redest, die sagen zu Gott, du hast das andere Volk getäuscht. Verstehst du? Du hast denen Frieden versprochen, aber hast ihnen das Schwert geschenkt. Verstehst du? Die reden über ein anderes Volk. Antworte auf meine Frage. Ey, was redest du eigentlich, Mann, Aisha? Du laberst einfach ohne Wissen, okay. Mann. Bleibt einfach, ist alles gut, komm. Ich hab das gerade durchgelesen, ey, du laberst nur. Er will flüchten. Okay. Ja, ich will flüchten, richtig. Ist alles gut, ist alles okay. Hier steht, schwer getäuscht hast du dieses Volk und Jerusalem. Wer sagt das? Oh mein Gott. Wer sagt das? Ich kann nicht. Okay, ey, wer sagt das? Isa, ich habe schon geantwortet. Nun antworte mal, wer ist der beste Täuscher laut Koran? Sag mal. Mein Lieber, nein. Er soll mir erst, sage ich dir gleich, aber wer hat das gerade gesagt? Isa, soll ich dir jetzt was sagen? Ich gehe raus, weil ihr redet drumherum. Alles gut. Ciao, ihr redet drumherum. Alles gut. Ich frage den anderen, kommt der andere rein. Ahlul Makirin. Ja, ist alles gut. Meine Frage war, wer hat geantwortet? Wer hat da geredet? Dicker, ich habe schon geantwortet, nun antworte mal. Er hat das gerade gelesen. Er meinte doch, was redest du? Ich habe ihn gerade gefragt. Wer hat das gesagt? Wer hat das zu Gott gesagt? Ist doch egal. Guck mal, ich habe dir geantwortet. Egal. Dann schönen Abend dir noch. Ich habe dir geantwortet. Sag mal bitte, wer ist der beste Täuscher laut Koran? Nichts ist egal. Entweder ihr antwortet oder ich gehe raus. Flüchte. Warte, doch mal kurz. Antwort oder bye-bye? Warte. Ganz kurz. So. Also Isa, jetzt bist du allein mit mir, okay? Nein, ich wollte, dass der andere antwortet. Nein, jetzt bist du mit mir. Hol ihn hoch, er soll antworten. Nein, ich habe geantwortet. Guck mal, das, was du antwortest, das, was du geantwortet hast, das ist Müll, was du da geredet hast, das stimmt. Okay, dann öffne uns mal den Vers, lies uns mal das vor. Isa, antworte mal bitte, wer ist der beste Täuscher laut Koran, bitte? Nein, öffne uns mal jetzt den Vers und dann lesen wir das zusammen und dann gucken wir mal, ob das Volk war. Oder jemand anderes das war, okay? Ich habe schon geantwortet, bitte antworte mal bitte. Wer ist der beste Täuscher? Du hast nicht geantwortet. Du tust nur so, als ob du geantwortet hast, aber du hast nicht geantwortet. Okay, ich antworte nochmal. Du öffnest jetzt den Vers, damit alle mitlesen. Vielleicht bin ich auf den Kopf gefallen, damit alle mir sagen, guck mal, du bist auf den Kopf gefallen. Öffne das, damit wir das alle zusammen lesen, weil du hast gesagt, das Volk hat dem das gesagt.
Okay? Okay, merkt ihr das? Du hast gesagt, das Volk hat ihm das gesagt. Der andere sagt, na, das war eine Person, die mit ihm gesprochen hat. Also gucken wir jetzt, wer von euch beiden lügt? Erstens, ich habe gesagt, ihr habt beide recht. Habe ich das gesagt oder nicht? Kannst du dich noch erinnern? Okay, also wir haben zwei Aussagen, eine Bibel, aber zwei Aussagen. Einer richtig, von uns muss Unrecht haben. Ich habe dir gesagt, Dicker, willst du mich verarschen? Lass mich doch reden. Bitteschön. Ich habe dir gesagt, es ist eine Textvariante, bei dir muss eine Fußnote sein oder bei ihm. Ihr habt beide recht, weil es kann so und so bedeuten. Okay, ich habe dir vorhin gesagt. Was kannst du dich erinnern, so oder so? Guck mal, was so bedeutet es kann so und so? Wenn man gesagt, ganz kurz bitte. Dicker, sei doch mal. Warum rennst du? Warte doch, warum willst du mich auf einmal so nehmen? Warte. Ey, Dicker. Dieser Junge ist ganz ehrlich bescheuert, der ist bekloppt, ganz ehrlich, also der kommt hier hoch, ne? Er schreit die ganze Zeit hier rum. Ich will ihm was zeigen. Er schreit weiter rum. Ne? Das ist dumm einfach. Sowas ist dumm. Okay, ich wollte dir noch eine Chance geben. Ich wollte sogar jetzt extra für dich lesen. Aber du bist hier aggressiv und schreist hier rum und Dicker, ja. Ich hab, also, Mann, nee, nicht mal. Ich hab gar kein Geduld mehr. Okay, jetzt, erzähl mal. Elsa, lass uns mal kurz 5 Minuten in Ruhe reden, bitte, ja? Erzähl mal. 2 Fragen beantworten. Und zwar, erstmal der Matt, oder? Bitte, geh einfach auf mich ein. Vergiss warte ganz kurz. Der hat gefragt zu diesem Mädchen, er hat gesagt, bestätigt der Koran die Bibel? Ja, der Koran bestätigt die Bibel, aber in der gleichen Sura, ja, im Vers 78 sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und wahrlich eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift. Ja, das heißt, dass das, was herabgesandt worden ist, Evangelium, wurde verdreht. Damit ihr es für zur Schrift gehört, haltet. Das heißt, die Leute, die für Satan gearbeitet haben, auch in deiner Religion gibt es, dass wir Muslime, auch ihr Christen, an Satan glaubt. Und beide glauben, dass Satan übel tut. Okay, genau, okay. Kann ich antworten? Moment. Während es nicht zur Schrift gehört. Das heißt, es wurden Sachen hinzugefügt. Ja, allein heute findest du zwischen Alten und Neuen Testament viele Unterschiede. Ja, okay, kann ich antworten? Wir glauben an die Bibel, die zu Dicker, wir haben verstanden. Kann ich antworten? Ganz kurz. Herabgesandt worden ist, doch, sie wurde verfälscht. Das ist Punkt 1. Zweitens, du sagst, wer ist Gott? Wer ist bei euch der Beste? Islam, ganz kurz. Lass mal bei Punkt 1 bleiben, okay? Bleiben wir bei Punkt 1? Okay, danke schön. Ich antworte die zweite Frage, bitte. Nein. Wir machen Schritt für Schritt. Ich kenne eure Taktik, wir machen Schritt für Schritt. So. Das ist keine Taktik, Mensch. Erstens, du hast gesagt, die verdrehen die Worte mit ihrer Zunge, bedeutet, sie verdrehen die Schrift. Das stimmt nicht. Da steht klipp und klar mit ihrer Zunge. Da steht nicht, dass sie die Schrift verfälscht haben. Deswegen bitte hör auf zu lügen. Mann, Zweitens, wenn ich dir jetzt einblende. Lass mich doch zu Ende reden. Warte mal. Nein, ich bin nicht fertig. Lass mich zu Ende reden. Warte, aber du sagst, ich lüge. Ich habe noch kein Mal zu dir gesagt, du lügst. Ich komme ja, okay, alles gut. Schau mal, wenn du was aus deiner Bibel vorliest. Dicker, lass mich doch zu Ende reden. Okay, darfst du. So. Sekunde. Aber sag nicht, dass ich lüge. Ich kann dir das zeigen. Okay, alles klar. Okay, du sagst, der Koran sagt, die Bibel ist verfälscht, richtig? Richtig. Okay, dann erklär mir, warum Allah sagt, dass die Christen und die Juden an die Bibel glauben sollen. Warum sollen die Christen das tun, wenn es verfälscht ist? Nochmal, ich habe die Frage akustisch nicht verstanden. Im Sure 5, 68, da sagt Allah, dass die Christen und die Juden an die Bibel glauben sollen. Meine Frage ist, warum sollen sie an die Bibel glauben, wenn es deiner Meinung nach verfälscht wurde? Schau mal. Das ist nicht meine Meinung. Ja, wie du vorhin gesagt hast, soll ich dir aus Koran was vorlesen zu diesem Mädchen? Habe ich dir gesagt, du natürlich als Christ liest aus deinem Buch was, ja, und sagst hier, das ist die Wahrheit. Genauso habe ich gerade dir gesagt zu Matt seine Frage aus Surah Al-Imran, Vers 3, habe ich weiterhin in nochmal hier vor allem Surah Vers 3, 78 weiterlesen. Nicht nur eine Verse lesen und verstehen, wie man möchte. Ja, steht auch ganz klar, dass die Schrift geändert worden ist. Das steht in Koran. Verstehst du? Okay, ich stelle meine Frage nochmal. Du jetzt hast gesagt. Deine Frage vorher, die, bevor wir fragen. Ja, ich stelle meine Frage nochmal. Warte.
Ich stelle meine Frage nochmal. Du hast schon eine Frage gehabt vorhin. Islamak, sag mal kurz ruhig, du hast meine Frage nicht beantwortet. Du hast gesagt, dass der Koran sagt, die Bibel wurde verfälscht. Okay. Jetzt frage ich dich, warum steht im Sure 5, Ayat 68, dass die Christen und die Juden an die Schrift glauben sollen, wenn es schon verfälscht wurde? Warum sollen sie an ein Buch glauben, was verfälscht wurde? Antworte bitte darauf. Dankeschön. Wo steht, dass du an die aktuelle Schrift glauben sollst, Mensa? Sure 5, Ayat 68, da steht, die sollen an das Buch glauben. Meine Frage ist, wenn aber du sagst, mal, dass... Mensa, verstehst du mich nicht, mein lieber Freund? Das ist die Schrift, die auf Jesus herabgesandt worden ist. Daran glauben wir Muslime doch auch. Aber wenn du weiter liest, ja, ich habe dir gesagt, es steht im Koran, dass die Schrift wurde verändert. Du weißt auch, dass die Schrift verändert. Wenn du alle Alte Testament und Neue Testament guckst, du siehst jede Menge Unterschiede. Das ist das, verstehst du? Du wechselst. Okay, du willst meine Frage nicht beantworten? Ich beantworte gerade. Guck mal. Okay, guck mal, ich blende das für dich ein, okay? Ich blende das für dich ein. Sei mal bitte kurz. Ich kann Arabisch. Nein, hier. Ganz kurz bitte, hier. Hier steht das. Ich blende das ein für dich, extra für dich. Hier steht. Oh, Leute der Schrift. Ja, sag. Also Mohammed soll zu diesen Leuten sprechen. Leuten der Schrift. Das sind die Christen und die Juden. Er sagt, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und an das Evangelium und das befolgt. Ne, das soll Mohammed sagen. Ne, die sollen an den Tora und das Evangelium glauben, was zu ihnen, also was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Meine Frage ist, warum sollen sie das machen, wenn es eh schon verfälscht wurde, deiner Meinung nach? Bitte antworte einfach auf meine Frage. Warum sollen sie diesem Befehl gehorchen, wenn es deiner Meinung nach verfälscht wurde? Guck mal, Mensa, ich antworte dir, ja? Hörst du mich? Ich höre dich. Bitte antworte nur auf meine Frage. Ich antworte nur auf die Frage, okay? Da gab es unter den Gefährten von Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ja, einer der Jünger, so wie man bei euch sagt. Der war mit der Tora beschäftigt. Dann hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt, schaue, wenn Moses jetzt hier wäre, Musa alaihi wasallam, so würde der mir folgen müssen. Verstehst du? War das die Antwort auf meine Frage? Das ist nicht gemeint, dass die Leute jetzt nach Mohammed diese Bibel folgen sollen, sondern es bezieht sich auf die Leute, die davor sind. Warum? Wie der Kollege vorhin gesagt hat, ihr bestätigt, dass die Evangelium da ist. Ja, wir bestätigen das, aber wir bestätigen auch aus dem Koran, dass die verfälscht worden ist. Okay, ich blende die Stelle nochmal ein, okay, für dich. Ich habe dir geantwortet. Ich werde, guck mal, hier steht sag, nicht sagte, sondern sag. Also Allah spricht zu Mohammed, sag. Oh Leute, die Schrift, oh Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, das ist Präsenz. In der Zeit von Mohammed sollen sie das befolgen. Nicht die sollten, sondern die sollen es befolgen. Ne? Was zu euch, nicht zu den Leuten vor 600 Jahren, bei Jesus, nee, sondern zu euch. Als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist. Mensa. Warum soll Mohammed die Christen und die Juden sagen, dass sie die Bibel befolgen sollen, wenn die Bibel deiner Meinung nach verfälscht wurde? Antworte auf meine Frage. Dankeschön. Mensa, du fügst aber hier selber mit deiner Zunge Wörter hinzu. Wo steht, dass der sagen soll, jetzt in seiner Zeit? Wo steht das? Zeig nochmal Blende. In seiner Zeit. Du erwähnst mit deiner Zunge. Was steht hier? Was steht hier? Da steht sag, aber du hast gesagt, der soll sagen, in seiner Zeit, die Leute sollen an Bibel glauben. Wo steht okay. Das? Wer soll das hier machen? Wer soll das hier machen? Warte ganz kurz, du hinzufügst das, verstehst du? Okay, warte mal, was steht hier? Sag, oder? Sag. Oh Leute, ich schreibe, wer ist das hier? Ist es Mohammed oder wer ist das? Der Prophet Salam soll zu den Menschen sprechen. Er soll zu diesen Menschen sprechen, richtig? Okay, ja, aber warte. Warum sollen diese Menschen das hier befolgen, wenn es schon verfälscht ist? Aber wo steht, dass die aktuell das verfolgen sollen? Oh, Leute, ey. Mensa, guck mal, du hinzufügst aber deine eigene Worte. Okay, danke, dass du da warst, danke, dass du da warst. Guck mal, Leute, seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Ne? Seht ihr, was ich meine? Leute, seht ihr, was ich meine? Leute, ich hoffe, ihr habt alle gehört.
Da steht klipp und klar, sag zu diesen Leuten. Und jetzt fragt er mich, wo steht sag. Ich zeig ihn, dann sagt er, wo steht XY. Dicker, das kann doch nicht dein Ernst sein. Dicker, das kann doch nicht sein Ernst sein. Bitte, Leute, das kann doch nicht sein Ernst sein. Er sagt, ich füge was hinzu. Ich gebe ihm die Stelle und er sagt, ich füge etwas hinzu. Ne? Oh Mann, Alter, Dicker, das kann nicht wahr sein. Und genau solche Menschen werden in der Hölle landen, wenn sie nicht umkehren. Die werden in der Hölle landen, weil sie dumm sind. Das ist Dummheit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist einfach nur Dummheit. Tut mir leid, dass ich diese Worte benutze. Aber das ist einfach nur noch Dummheit, okay? Er steht klipp und klar und trotzdem will er mit mir diskutieren. Weißt du? Und das ist einfach nur Dummheit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Oh, Mann, Leute, ja, wirklich. Hallo? Hallo? Okay, du willst auch nicht reden, kein Problem. Hallo? Ich habe eine kleine Frage an dich. Ja. Mhm. Ich habe einen Typen kennengelernt, der ist Moslem und der will mir immer wieder weismachen, dass Jesus nicht Gott ist. Aber ich weiß ganz genau, dass Jesus Gott ist, weil ich daran glaube und ich habe nicht so ein großes Verständnis und deswegen kann ich ihm leider nicht ganz erklären, wieso Jesus Gott ist, weil er sagt mir die ganze Zeit, er zeigt mir Stellen in der Bibel, wo steht, dass Jesus zum Beispiel, dass Jesus ihn Vater nennt, das habe ich ihm auch schon gesagt, aber er glaubt mir halt nicht, dass Jesus Gott ist, ne? Bruder, du musst einfach lassen. Also wirklich, ganz ehrlich. Guck mal, die Stelle, die ich hier eingeblendet habe, sagt das ja auch. Es gibt mehrere Stellen, die das sagen, aber du hast ja gerade gesehen, du hast gerade gesehen, Muslime sind so, du kannst denen zeigen, was du willst. Bruder, ich zeige ihm gerade eine Koransure aus seinem eigenen Koran und selbst das hat er verleugnet, Bruder. Ja, klar. Deswegen, also ich kann dir wirklich dazu raten, dass du einfach, wenn du merkst, dass diese Person nicht verstehen will, dann lass es einfach. Geh einfach weiter und schüttel den Staub von deinen Füßen weg als Zeichen für Gottes Gericht gegen diese Menschen, weil das ist einfach Dummheit. Also wir sollen einfach nicht die Perle vor die Säue werfen. Es gibt Menschen, die wollen einfach nicht verstehen. Die sind sogar bereit, ihre eigenen Schriften zu verleugnen. Also, weißt du, es bringt nichts, mit denen zu diskutieren, Bruder. Ganz ehrlich. Ja, weil eigentlich in der Bibel, also ich habe den Typen gegrüßt, so ganz normal, wie ich dachte halt, aber dann hat er mir eine Stelle in der Bibel gezeigt, wo ich dachte, Junge, noch nicht mal ich wusste, dass sie da drinnen steht, aber ich wusste ganz genau, wenn er ein bisschen googelt und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann hat er hat mir eine Stelle gezeigt, wo er gesagt hat, ja, Leute, die falsch Zeugnis reden über mir, die dürft ihr nicht grüßen. Ich so, Alter, was? Mhm. Ja, Bruder, guck mal, ich kann dir wirklich dazu raten, dass du einfach aufhörst, mit denen zu debattieren. Vor allem, wenn du noch nicht so bibelfest bist, ja, dann hör einfach auf, mit denen zu debattieren. So, du kannst einfach gerne das Evangelium erzählen, aber diskutiere nicht weiter mit ihnen. Ja. Und wenn du das machst, solltest du dich mit dem Wort beschäftigen und fit sein. Selbst dann würde ich dir raten, dass du wirklich nur mit Leuten debattierst, die auch wirklich die Antwort suchen wollen, die wirklich verstehen wollen. Aber ich persönlich, ich habe aufgehört, so mit Muslimen auf TikTok sinnlos zu debattieren. Weißt du, so in deren Streams reingehen und mit denen argumentieren und so, weil, Dicker, es gibt Menschen, die sind es einfach nicht wert. Okay, ich weiß, wir leben alle durch Gottes Gnade, aber wenn jemand das Evangelium verdrehen will und nicht verstehen will und so weiter und so fort, dann lass es einfach. Es ist Energieverschwendung. Okay, ja. Weißt du? Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, danke für deinen Tipp und der Friede sei mit dir, ne? Gott Segen, Bruder. Dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hallo? Moin, wie geht's dir? Gut, dir? Hab ich gerade mein Handtuch gemacht? Hab ich dir eine Anfrage geschickt oder hast du mich gerade? Du hast selber eine Anfrage geschickt. Ich habe dir keine Anfrage geschickt. Hallo? Hi. Und zwar, ich wollte, weil voll viele auch hier wegen Jesus ist kein Moslem gewesen und bla und bla. Ich wollte mal erklären, kurz, einen Moment. So, es kommt drauf an, wie man Muslim definiert. So, Definition von Muslim, also zum Beispiel, wir fangen jetzt mal vorne an, Islam. Islam bedeutet, oh, einen Moment, ganz, ganz kurz. Komm in fünf Minuten wieder. So.
Hallo? Jesus ist kein Gott und er ist ein Prophet. Er war ein Moslem. Danke, dass du da warst. Also Leute, es ist nicht einfach, wirklich. Also diese Leute sind, ja, das ist Dummheit. Ganz ehrlich, das ist Dummheit, ja. Also wenn jemand wirklich bereit ist, seine eigene Schrift zu verleugnen, nur damit er nicht an die Bibel glauben muss, ist es einfach nur noch Dummheit. Mehr kann man dazu nicht sagen, okay? An alle hier drinnen, Jesus Christus ist Gott und keiner kann was dagegen ändern. Ihr könnt seine Worte verdrehen wollen, wie ihr wollt. Ihr könnt seine Botschaft ablehnen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch selber verarschen, wie ihr wollt. Ihr könnt so tun, als ob ihr mich nicht versteht, wie ihr wollt. Aber es ändert nichts daran, dass Jesus Gott ist. Es ändert nichts daran, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja, dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist und dass Menschen, die an ihn glauben, Vergebung und ewiges Leben bekommen. Okay, es ändert gar nichts daran. Und wenn du das nicht verstehen willst, dann werde ich keine Sekunde mehr mit dir verschwenden, um mit dir zu diskutieren, weil das ist für mich Energieverschwendung. Also ich zwinge niemanden, ein Geschenk anzunehmen. Okay, ich muss niemanden zwingen, ewig zu leben. Wenn du das ablehnen willst, dann mach das. Und wenn du wirklich denkst, dass du im Islam irgendwie stirbst und dann ins Paradies kommst und irgendwelche Huren auf dich warten, dann mach das, glaub das, okay? Aber wunder dich nicht, wenn du in Feuersee wach wirst, wo du sogar VIP-Bereich für dich hast, wo du sogar eigene Tisch hast und so weiter und so fort. Ja, denn du wirst ein VIP in der Höhle sein, keine Sorge, wenn du Jesus Christus ablehnst. So, wer ist das nochmal? Peace. Du warst doch gerade hier drin, du hast Müll gelabert. So. Hallo? Hört man mich? Ja, man hört dich. Ich hoffe, du bist 18, oder? Okay. Bist du 18? Bitte? Bist du 18? Ich eigentlich? Ja. Okay, erzähl mal. Auf jeden Fall. So. Das Wort Islam bedeutet ja Hingabe an Gott oder auch Frieden im Herzen. Das Wort Islam kommt von den Buchstaben Salame, also Salame, so. Also auch Salima. Und das kommt von, einen Moment, das kommt von sich ergeben. Und jeder, der sich ergibt an Allah, ist ein Muslim. Und okay. Adam, Moses, Jesus zum Beispiel, die sind auch alle Muslime gewesen, weil die sich Allah ergeben haben. Das findet man im Koran und auch in der Bibel. Ich kann okay. Die auch Verse nennen. Hier zum Beispiel im Koran, Sura 3, 102. Mhm. Soll ich das alles vorlesen? Oder? Nee, ganz kurz. Ja, okay. Also, du sagst, Muslim bedeutet ergeben, oder? Sich ergeben. Also nein, okay. Sich ergeben. Sich ergeben bedeutet, sind diese drei Wörter zum Beispiel drei. Oh, warte, eingemeint. Hier, Islam. Besteht aus diesen Wörtern. Und dieses. Es kommt aus dem Wortstamm Salima. Okay. Ich frage dich einfach, okay? Also ich glaube an Gott. Ich bin ihn ergeben. Bin ich jetzt ein Muslim? Wenn du an Gott glaubst, also wenn du dich an Gott ergibst, dann ja. Aber das ist ja, es ist ja der Unterschied daran, weil du an, wie soll ich das sagen, an deinen Gott, sage ich mal, glaubst. Es ist auch nicht hier das Ziel, dass jetzt direkt nach dem Live oder direkt nach irgendeinem Ding du jetzt Muslim wirst oder ich Christin oder was auch immer. Es ist normal, dass wir nicht der gleichen Meinung sind, aber ich lese hier gerade zum Beispiel nur Sachen vor, weil von unserer Meinung aus ist Jesus ja Muslim und ich begründe auch nur, warum das von unserer Seite. Ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Ich habe gefragt, ob ich ein Muslim bin. Würdest du denn selber von dir behaupten, dass du Muslim bist? Na, wenn du sagst, dass Muslim bedeutet Gott ergeben. Ja, ich glaube ja an Gott und ich bin ihn ergeben. Was sagst du? Die Definition von Muslim, also von dem Wort, es kommt halt von diesem Stamm. Wortstamm ist Sel. Guck mal, Selim, ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Ergeben. Und wer sich Allah ergibt, oder hingeben auch, wer sich Allah hingibt, der ist ein Muslim. Ich frage ganz einfach. Ja. Ich glaube nicht an Allah, ich glaube aber an einen Gott. Bin ich trotzdem ein Muslim? Nein, also Allah bedeutet ja auch Gott. Okay, sag ich mal,
ich glaube nicht an den Allah, an den du glaubst, sondern ich glaube an einen anderen Gott, bin ich trotzdem ein Muslim, weil ich nie ergeben bin. Es gibt ja aber nur einen Gott. Nein, du brauchst aber, halt nicht. Aber ich sage, mein Gott ist der echte Gott und ich sage, Allah existiert nicht. Bin ich trotzdem ein Muslim? Natürlich bist du dann kein Muslim, wenn du Allahs Existenz nicht. Okay, das heißt, um ein Muslim zu sein, reicht es nicht einfach, wenn du sagst, Muslim bedeutet ergeben, sondern man muss spezifisch an deinen Allah glauben, um ein Muslim zu sein, richtig? Man muss an Gott glauben, ja. An deinen Gott, Allah, richtig? Es gibt ja für mich, also nicht deinen, meinen, es ist halt einfach nur, ich denke, also wir denken, es gibt einen einzigen Gott. Und wenn du natürlich bezeugst, dass Mohammed sein Gesandter ist und Allah sich, wenn du dich Allah hingibst, dann bist du ein Moslem. Okay, guck mal, der Gott, an den Jesus geglaubt hat, ne? Das war sein eigener Vater. Ich frage dich, ist Allah der Vater von Jesus? Nein. Okay, also war Jesus kein Muslim, oder? Doch, Jesus war Muslim. Aber du hast so gerade gesagt, dass Allah nicht der Vater von Jesus ist. Ja, natürlich. Aber der Gott, an den Jesus geglaubt hat, war sein Vater. Das heißt, Jesus hat einen anderen Gott. Aber das ist ja deiner Meinung. Du interpretierst ja das Wort so, Vater. Wir sagen ja nicht, dass er Vater gesagt hat. Das sagst du, weil es in deiner Schrift so steht. Bei uns, genau. Wir nennen ihn auch nicht Vater und er ist für uns auch nicht der Vater von Jesus. Jesus ist ein Muslim, weil er sich Allah hingegeben hat. Und das kann ich dir hier im Koran die Verse vorlesen, in der Bibel, wo hier steht, dass Jesus sich Gott ergeben hat. Okay, aber in der Bibel, die du gerade zitieren willst, hat doch Jesus gesagt, Gott ist sein Vater, oder nicht? Verwendet. Moment. Hier. Ich habe die Bibel halt nicht vor mir, ich weiß nur die Verse genau. Ich kann es dir nicht vorstellen, aber ich kann dir die Verse zeigen von der Bibel. Da steht okay, jetzt. Lies mal vor. Ich lese dir vor. Einmal. Okay, Matthäus 26, 39 fiel nieder auf sein Gesicht, auf sein Angesicht und betete. Mhm. Weiter, lies mal weiter. Ich habe ja nur gesagt, ich habe nicht den kompletten Vers hier, aber hier zum Beispiel steht ja nur. Okay, warte mal. Gib mal den Vers nochmal. Es geht ja nur um dieses Wort, was ich meine. Nein, gib mal den Vers bitte. Wie war der Vers nochmal? Matthäus 26? 26, 39. 39, okay, ich blende den Vers ein, okay? Okay. Und dann lies mal bitte vor für mich, okay? So. So, wir machen heute ein Experiment. Es macht Spaß, mit dir zu reden. So, was hast du gesagt, Matthäus 26, Vers was? Vers 39? 39, glaube ich. Also hier steht so, ich habe die Bibel nicht vor mir. Okay, kein Problem, ich blende das ein und dann lies mal bitte für mich, okay? Hier, lies mal. Was steht hier? Lies mal Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach. Ja. Was aber sprach er? Es geht dir aber nicht da. Das ist dann wiederum deine Schrift. Weißt du? Also das ist dann wiederum. Lies, was hat er gesagt? Lies es mal bitte. Es geht ja nur viel auf sein Angesicht und betete. Und ich habe ja nicht. Ich habe ja nicht behauptet, oh mein Gott, ich habe doch gesagt, aber wer sich Allah ergibt und er fiel ja auf sein Angesicht, wie Muslime es heutzutage machen. Ja, okay, aber was hatte Jesus gesprochen? Wie hat Jesus Gott genannt? Hier, wie hat er Gott genannt? In der Bibel steht mein Vater. Ich kann es auch sehen. Okay, das heißt, der Jesus aus der Bibel war kein Muslim, oder? Wie der Jesus aus der Bibel war kein Muslim. Der Jesus, den du gerade zitiert hast. Er war kein Moslem, oder? Weil er hat hier Gott seinen Vater genannt, oder? Das Ding ist, ich glaube ja nicht an alles, was in der Bibel steht. So. Okay, aber warum hast du das hier zitiert? Warum hast du das hier zitiert, wenn du hier nicht dran glaubst? Weil hier zum Beispiel, weil ich ja nur das Wort Muslim, wie heißt das? Ich weiß das deutsche Wort gerade ehrlich nicht, aber
Okay. Das was, heißt, Muslim, was okay, ein das Muslim heißt, ausmacht, das habe ich nur erklärt. Und das steht zum Beispiel auch hier in der Bibel, was ich meinte, dass er okay. ihn angebetet hat oder er sich hingegeben hat oder sich ergeben hat vor Gott. Das meinte ich nur. Ich meinte nicht den kompletten Vers oder so. Okay, aber wenn das hier, wenn du sagst, das ist verfälscht, wieso zitierst du das? Ist das nicht auch verfälscht? Nein, das ist, ich rede ja nur von der Bibel jetzt. Ich meine nur diese Stelle, aber, wo steht, dass er sich Gott ergeben hat. Mir ist der Rest nicht wichtig. Mir geht es nur um diese Zeile, wo okay. er sich hingegeben hat. Und das ist nur die Definition okay. von Muslim. Ich okay, verstehe nicht, was daran so lustig ist. Nein, hör mal zu. Das heißt, das hier ist dir wichtig, aber was er gesagt hat, ist dir nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, aber das ist wichtig. Wie, das ist wichtig? Ich sag's ja nur von deiner Bibel. Ich rede von deiner Bibel. Na? Und ich sage, was die Definition von Muslim ist. Und wenn oh. ich sage, die Definition von Muslim ist, dass er sich ergibt oh, Mann, und Mann, da Mann. Steht, an mit seinem Angesicht, oh. Betete, fiel oh. nieder auf sein Angesicht und betete, das bedeutet ja, er hat sich Gott ergeben. Okay, aber... Oder nicht. Aber ist du, doch so. Und ich sage ja nicht, dass du jetzt sagen musst, ja okay, Jesus war Muslim. Ich sage nur, warum wir sagen, dass Jesus Muslim war. Und okay, weil also, immer dieses kommt mit, ja, aber das, wie kann Jesus Moslem sein, wenn 600 Jahre später erst der Islam kam und so weiter? Weil für uns ein Muslim das ausmacht. Okay, B, hörst du mich? B, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Danke, dass du da warst. So. Den nächsten. Hallo? Gebe den Hallo? Hallo. Okay. Oh, Mann. Hallo? Mann, 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 Mann. Hallo? Ich wollte sagen, du hast immer recht. Fertig. Okay, recht. Scheiß auf die alle, okay? Das ist der Beste. Ich liebe dich. Ich dich auch, mein Gott, segne dich. Oh, Leute, ey, guck mal. Das ist wirklich langsam, also... Oh Mann, 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 Mann. Es ist traurig, wirklich. Es ist sehr, sehr traurig, Leute. Es ist wirklich traurig, Bruder. Digga, warte mal, warte mal. Hallo? Hallo? Hört man mich? Man hört dich, erzähl mal. Ich wollte nur ganz kurz sagen, diese B von ihm, diese Mädchen, die hat richtige Scheiße gelabert, ich schwöre. Bist du auch, bist Moslem oder was bist du? Ich bin Christ, Bruder. Was? Ich bin Christ. Stabil, stabil. Gott segne dich, ja? Gottes Frieden sei mit dir. Wow, diese B hat ja so viel Scheiße gelabert, ich schwöre. Egal, bitte für sie, bitte für sie. Sie braucht, mach ich, Bruder, mach ich. Ja, Leute, guck mal, lass uns wirklich für beten, okay? Weil das ist wirklich sehr, sehr traurig einfach, dass sie sowas, Dicker, wirklich, es ist wirklich ernst. Es ist eine sehr, sehr ernste Sache, wirklich. Wir müssen für sie beten, weil das ist wirklich nicht, es ist nicht erklärbar, es ist nicht erklärbar. Also sie liest einen Satz, ne, ignoriert den zweiten Teil, aber den ersten Teil nimmt sie an. Und das ist sehr, sehr, sehr so. Hallo? Hallo? Erzähl mal. Ich wollte nur sagen, du bist der Beste. Ja, Jesus ist King. Jesus ist King. Amen, Amen, Amen. Gott segne dich, mein Bruder. Oh, Mann, 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 Mann. Okay, okay, das lädt schon. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hörst du mich? Jetzt, man hört dich. Ja. Was geht? Ich wollte dir nur sagen, du bist der Beste. Mach weiter so. Dankeschön. Ja, alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Gott segne dich, mein Bruder. Danke. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Guck mal, Leute, ja, ihr habt alle... die ganzen Unterhaltung mitbekommen, ne? Ihr habt alle die Unterhaltung mitbekommen vorhin mit Kiptok und mit Matt und mit die anderen. Ihr habt alle mitbekommen. Und ihr habt gesehen, wie die Muslime argumentieren. Ihr habt alle zugehört, Leute. Ihr habt alle zugehört. Ich habe eine Koransure zitiert. Die haben es nicht angenommen. Die haben ihre eigene Koransure verdreht. Und jetzt kommt die nette Bi. Sie zitiert die Bibel und sagt, sie zitiert einen Satz von Jesus, einen Satz der Bibel und sagt, die erste Hälfte nimmt sie an, aber die zweite Hälfte nimmt sie nicht an. Warum? Weil es verfälscht ist, aber die erste Hälfte ist wohl nicht verfälscht. Ne? Und das ist genau das, was wir meinen. Dass es, man nennt es so Pick and Choose, also so
Rosinenpickerei. Also alles, was ihnen passt, akzeptieren die, aber alles, was ihnen nicht passt, akzeptieren sie nicht. Und dann heißt es, arabische Sprache hat 12 Millionen Wörter. Dann heißt es, du musst den Koran auf Arabisch lesen. Cherrypicking, genau, Cherrypicking heißt es. Und dann heißt es, du musst das machen, du musst das lesen, du musst das machen, du musst das machen. Ne? Man kann mit ihnen nicht argumentieren. Und auf ihnen trifft diese Koransure zu, die besagt, dass wenn du nicht an das Evangelium glaubst, dann hast du keinen Boden, worauf du Fuß fassen kannst. Und das trifft nicht auf Christen zu, sondern das trifft eher auf Muslime zu. Weil sie wirklich ihre eigene Koran widersprechen. Weißt du? Und das ist leider die Wahrheit. Sie widersprechen selber ihrem Gott. Das ist das Problem. Hallo? Hallo? Leute, ja, hallo? Okay. Hallo? Ja? Was geht? Ich wollte mal was fragen. Ich bin selber Christ und ich wollte fragen, wie bist du so drauf gekommen, diesen Christentum zu verteidigen und so? Auf TikTok. Bruder, wie soll ich sagen? Ich habe mich halt mit der Bibel beschäftigt, ne? Ich beschäftige mich immer noch mit der Bibel und das war gar nicht mein Ziel. Also ich wollte eigentlich nur hier hinkommen, TikTok ein bisschen genießen und dann habe ich gesehen, dass es islamische Streams gab. Dann bin ich reingegangen als Gast und dann haben die geredet und dann habe ich gemerkt, dass die mich nie ausreden lassen haben und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen eigenen Stream, weißt du? Boah, ja, das ist stark. Das Ding ist, ich schaue dich immer täglich, du bist einfach so eine Täglichkeit, weißt du, immer frag ich immer 18:30 Uhr Stream. Ich bin immer 18:30 Uhr hier und ich merke, dieser Joker, weißt du, wie alt er ist überhaupt? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit 30 oder so, ich weiß nicht. 30 und der ist ja Moslem, ne? Ja. Der hat so ein TikTok-Video über dich rausgebracht. Ich weiß nicht mehr wann, aber ja, also es ist auf jeden Fall draußen gerade. Kannst du ja gleich auch anschauen oder so. Was hat er da gesagt? Was macht er da? Was sagt er da? Er hat irgendwas gegen dich gedroppt, irgendwie, dass du dich immer widersprichst und ihn nicht ausreden lässt und so. Kannst du das mal geben, Bruder? Ich hab das schon gemeldet. Ich werde mal auf sein Profil raufgehen. Also ich kann den nicht ernst nehmen, aber ich guck mal. Ja, aber ja, danke dir. Ja, ist gut. Gottes Segen. Und ey, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Also ich hoffe nicht, dass du hier bist wegen mir, weil wenn du hier bist, dann wirklich wegen Jesus, okay? Und Jesus gebührt alle Ehre, ja, nicht ja, mir. Ja, natürlich, Bruder. Also ich finde dich als Mensch korrekt, aber ich schaue schon die Streams, um einfach halt über die Bibel mehr zu erfahren, weil ich bin gerade in Griechenland und ich bin gerade nicht zu Hause, deswegen kann ich gerade die Bibel nicht lesen, weil ich habe die noch nicht durch. Easy. Kann ich ein bisschen okay. Okay, Bruder, Gott segne dich, ja? Danke dir auch, mach weiter. Dankeschön, Tato. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich wollte zwei Sachen fragen. Eine Frage wäre erstmal, ich war ja also selber auch Christ, aber ich bin halt konvertiert zum Islam und dann, als ich Christ war, habe ich auch die Frage sehr oft bekommen. Und zwar, also halt nach der Bibel, man sagt ja, Jesus ist Gott und er ist ja, steht ja auch geschrieben, dass er gesagt hat, der ist der Anfang und das Ende, damit belegt sich das ja auch, dass das ja so, dass er das von sich aus selber auch gesagt hat, weil das Argument kam ja immer, wo hat er das von sich aus gesagt? Aber was meine Frage ist, erstmal zu der Sache, weil ich dann gefragt worden ist, man hat in der Bibel auch Jesus gefragt, wann der jüngste Tag wäre, und hat er gesagt, das weiß nur der Gott. Und man sagt ja eigentlich, Jesus ist ja auch Gott, also dementsprechend sagt man ja, dass eigentlich auch Allwissen sein müsste, aber dann hat man das immer so erklärt, dass Jesus 100%ig Mensch ist, 100%ig Gott und deswegen irgendwie das auch nicht funktioniert, dass er alles wissen kann. Wie würdest du das denn am besten erklären? Okay, also erstens, du bist Moslem geworden, obwohl du vorher Christ warst, ja? Genau. Wieso, willst du in die Hölle gehen oder was? Nein, also ich habe für mich mich entschieden, den Islam anzunehmen, weil beim Christentum, ich habe das gemerkt, das ist genauso wie das Judentum geworden. Das hat sich alles die Menschen haben sich vom Glauben abgewendet, was auch sehr ein großes Zeichen ist, sieht man ja auch vor allem an der Kirche. Sachen, die eigentlich nicht von der Bibel aus unterstützt werden, werden von der Kirche unterstützt. Also im Großen und Ganzen habe ich für mich gemerkt, so, ich kann daran nicht glauben, ich glaube immer noch an Gott. Aber so, ich habe mich dann mehr zum Islam
befasst und mein Glauben geht an den Islam. Also okay, alles gut, alles gut. Auf jeden Fall zu deiner Frage, Markus 13,32. Jesus hat in diesem Satz oder in dem Kontext eigentlich das Ende der Welt erzählt. Ja, er hat erzählt, was Gott vorhat und so weiter, weil er Einblick hatte. Er wusste genau, was passieren wird und so weiter und so fort. Aber bezüglich der Stunde hat er selber, also es gibt zwei verschiedene Interpretationen, aber ich gebe dir meine Verständnis. Also ich glaube, dass er wirklich nicht wusste, weil er das selber so entschieden hat, zu dem Zeitpunkt, als er ein Mensch war. Okay, er hat selber darauf verzichtet. Hätte er das wissen wollen, hätte ihn das Gott gezeigt. Aber er selbst als Sohn Gottes hat entschieden, sich dem Vater unterzuordnen und somit hat er darauf verzichtet, auch diesen Tag zu wissen. Aber das war nur begrenzt auf die Zeit, als er als Mensch gedient hat. Als er, nachdem er wieder von den Toten auferstanden ist, hat er wieder seine volle Herrlichkeit bekommen und war dann wieder fähig oder in der Lage, auch den letzten Tag zu wissen. Das war nur bezogen auf den Moment, wo er das gesagt hat. Ach so. Also, ich habe noch eine zweite Frage, aber zu den Leuten hier in den Kommentaren will ich erstmal sagen, das geht gar nicht, weil die können mir nicht sagen, dass ich nicht Christ war wegen oder konvertiert bin. Ich war selber auf Messdiener. Ignoriere mal die Kommentare, bitte. So, deswegen, so auf jeden Fall. Und zweite Sache ist, so wie, also ich habe mir das auch angeschaut mit dem Islam, wie es ist. Und dass es auch die Offenbarung sein sollte von der Tora und von dem Christentum, also halt so wie auch das Christentum kam, also Jesus kam, um die Tora aufzulösen, weil die Menschen nicht mehr daran geglaubt haben. Und dann wollte ich fragen, ist das, könnte man das sich nicht auch ebenfalls so vorstellen, dass die Menschen sich halt auch nicht mehr so ans Christentum gehalten haben und deswegen, dass das Islam als letzte Offenbarung kam, genauso wie eigentlich das Christentum kommen sollte, also Jesus die Offenbarung bringen sollte. Okay, aber ich kann dir gerne antworten, aber ich frage dich, woher, wer hat dir gesagt, dass Jesus, oder wer hat dir gesagt, dass Jesus kam, um den Tora wegzumachen, weil sich die Leute nicht daran gehalten haben? Woher hast du das? Also nicht um die Tora wegzumachen, aber um einen, wie nennt man das, also halt um ein, also die, Jesus kam halt um eine Offenbarung halt, also als Offenbarung, damit die Menschen dem folgen, was Jesus gesagt hat. Und so hat sich ja auch das Christentum dann entwickelt. Also Jesus war ja selber Jude, aber halt durch den Namen Jesus Christi kam ja das Christentum. Mhm. Und so wurde auch die Bibel geschrieben dann. Okay, ich antworte dir, ich habe schon verstanden. Guck mal, es gab den Torah, das war das Gesetz Gottes, okay, für das Volk Israel, aber... Mhm. Im Laufe der Zeit konnte sich niemand perfekt dran halten. Jeder hat gesündigt gegen Gott, jeder hat das Gesetz gebrochen. Und deshalb kam der Messias, Jesus ist ja der Messias. Messias bedeutet, er ist von Gott gesalbt, um Gottes Volk zu retten. Okay, er ist der Retter der Menschen. Er ist gekommen und er hat das Gesetz Gottes perfekt, also den Torah hat er perfekt erfüllt. Er hat nie gesündigt. Und weil er das Gesetz perfekt erfüllt hat, hat er den neuen Bund gebracht, okay? Den neuen Bund hat er gebracht, indem er sich geopfert hat am Kreuz, hat sein Blut dafür vergossen und ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und ab dem Zeitpunkt, wo er auferstanden ist, seit dem Zeitpunkt hat sozusagen Christentum begonnen. Das heißt, jeder, der gerettet werden will, sollte an Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Er hat uns auch, wir sind jetzt nicht gesetzlos oder so, nee, sondern wir leben immer noch nach den 10 Geboten, also nach dem moralischen Gebote Gottes, auch nach dem Gesetz des Geistes. Okay, das heißt, wir lassen uns von Gottes Geist leiten, aber wir werden nicht durch unsere Werke irgendwie gerettet oder so, sondern wir werden nur gerettet allein aus dem Grund, weil Jesus sich für uns geopfert hat. Also aus unserem Glauben oder durch unseren Glauben werden wir gerettet. Jeder, der aber diese Botschaft ablehnt und stattdessen an den Koran glaubt oder an etwas anderes glaubt, geht direkt in die Hölle und in der Hölle wirst du einen VIP-Bereich haben, wenn du nicht umkehrst. Aber also du könntest dir das niemals vorstellen, dass das auch so sein könnte, weil wenn man sich das ja anguckt, dann der Islam sagt ja nicht, dass das Christentum oder die Tora falsch ist, sondern dass es einfach nicht mehr richtig, also die Menschen sich nicht mehr richtig dran gehalten haben und so dann der Islam als letzte Offenbarung kam und wenn ich mir das auch so angeguckt habe, mit zum Beispiel auf die Bibel bezogen, zum Beispiel im Mittelalter oder in den ganzen Jahren bis hierhin, hat sich vieles verändert, vor allem von der Kirche auch aus. Und
Im Mittelalter war das auch teilweise so. Die haben gemacht, wie die das wollten, was die Gesetze in der Bibel angeht. Oder, also die haben sich das selber so hingelegt, wie es denen am besten passt. Wie zum Beispiel auch durch Martin Luther erlöst wurde, ist die Fegefeuerzahlung, also dass man bezahlen konnte, dass man nicht ins Fegefeuer gehen kann. Und sowas gibt es ja auch gar nicht von der Bibel aus, sondern halt wurde auch von Menschen so erschaffen. Und dass sich auch vieles dadurch in der Bibel auch vielleicht verändert haben könnte, weil so wie was wir jetzt so für Bibel lesen, das ist ja die Übersetzung und original ist das ja in Hebräisch und teilweise Griechisch. Und denkst du nicht, dass es sich tatsächlich was verändern haben könnte? Also dass die Menschen das so geschrieben haben, wie es denn am besten passt für den Staat? Zum Beispiel. Ja, lass mal darauf antworten. Also erstens, alles, was du gesagt hast, ne, mit Fegefeuer und so weiter und so fort, das betrifft mich nicht, weil ich bin ja kein Katholik. Also das muss ja ein Katholik beantworten, weshalb er an sowas glaubt. Du hast recht, das ist in der Bibel, also in der biblischen Kanon, den wir haben, nicht drinne. Also der Kanon der Protestanten nicht drinne. Zweitens, ob sich die Bibel verändert hat. Also wir haben Manuskripte, die sogar älter sind als der Islam. Okay, wir haben Manuskripte, die sogar älter sind. Als der Zeit oder 200 vor Christus haben wir Manuskripte und alle diese Manuskripte erzählen die gleiche Geschichte wie die Bibel, die wir heute haben. Nun, das Problem für dich als Muslim ist, dass Allah im Koran bestätigt, dass die Bibel, die die Christen hatten, von ihm kommt und er bestätigt, dass diese Bibel wahr ist und er bestätigt auch oder er fordert sogar die Christen auf, an diese Bibel zu glauben. Das Problem ist, wenn wir an die Bibel glauben, dann sind wir dazu verpflichtet, den Islam abzulehnen. Warum? Weil die Bibel sagt klipp und klar, dass der Islam nicht... Verstehst du? Das heißt, wenn wir Allah gehorchen, müssen wir Allah ablehnen. Wenn wir Allah nicht gehorchen, ja, dann sind wir seiner Meinung nach auch Ungläubige. Verstehst du? Und das ist der Dilemma, den die Muslime haben. Hm. Verstehst du mich? So. Ja. Also du kannst gerne... Guck mal, lies mal einfach Sure 5... Ayat 68, da steht klipp und klar, dass Allah sagt, die Christen und die Juden sollen an die Bibel glauben. Und alle Manuskripte, die wir haben, bestätigen die heutige Bibel. Kein einziger Manuskript bestätigt den Koran. Alle widersprechen den Koran. Du kannst doch nicht sagen, dass über tausende Manuskripte, dass alle lügen und nur der Koran hat recht. Verstehst du? Das ist unrealistisch. Das heißt, der Koran ist eine Lüge. Und es tut mir wirklich leid, dass du darauf reingefallen bist und ich hoffe, dass du wirklich umkehrst zurück zu dem Herrn Jesus Christus, der dich liebt. So sehr liebt, dass er für dich gestorben ist am Kreuz, damit du ewiges Leben hast. Allah hat nichts für dich getan. Allah kann dir noch nicht mal ewiges Leben versprechen. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe schon. Also ich sehe das, also für mich, ich sehe das natürlich, für dich ist natürlich das Christentum die Wahrheit und für mich war das ebenso und ich sage auch offen und ehrlich, ich wurde auch viel von Muslimen versucht zu konvertieren, aber es kam nicht so, so war das gar nicht, dass ich darauf eingegangen bin, sondern ich habe mein Wissen halt über beide Religionen gestärkt und dann, es kam von mir selber, deswegen also nicht, dass hier Leute sagen irgendwie so oder so, sondern halt... Und das für die andere Einflüsse, sondern es kam dann im Endeffekt von mir selber. Und ich finde für mich, also ich habe aus, also so wie ich, sag ich praktiziere den Islam auch. Und das fühlt sich auch nicht mal an, als würde ich was zu Schlechtem verleitet werden, sondern zu nur Gutem. Und so dieses Gefühl, was man innerlich hat, fühlt sich auch komplett richtig an. Und deswegen, also für mich bin ich auf jeden Fall überzeugt. Aber ich wollte einfach nur wissen, auch fragen, die ich selber gestellt bekommen hatte und die konntest du sehr gut antworten, deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall. Dankeschön. Und, ja, und du bist wirklich ein korrekter Junge, wirklich, du bist sehr, sehr korrekter Junge und du bist ein ehrlicher Mensch und auf jeden Fall Gott segne dich und ich bete für dich auch, dass du wirklich deinen Weg findest, ja, dass du deinen Frieden findest und dass du auch hoffentlich den Weg zu dem Herrn Jesus Christus findest, denn nur er kann dir Frieden geben. Okay, ich weiß, dass du vielleicht fühlst, dass Islam wahr ist, aber Gefühle täuschen, okay? Gefühle können trügerisch sein. Du solltest dich eher von Gottes Geist leiten, weil der Geist Gottes führt uns in die Wahrheit, nicht unsere Gefühle, sondern der Geist Gottes. Deswegen, ich hoffe, dass du wirklich nachdenkst und dass du auch betest darüber, dass Gott sich dir offenbart, okay? Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Und dann, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend und dir vor allem. Dankeschön, Herr Gott, segne dich, mein Bester. Ja. Ciao, ciao.
Ja, korrekter Junge, korrekter Junge. Leute, bitte bittet für ihn. Ja, er war einer, der korrekt ist. Er war nicht einer, der irgendwie gekommen ist, um zu diskutieren, sondern er kam wirklich um so, er kam wirklich um sich respektvoll zu auszutauschen, weißt du? Und so muss es sein, so muss es sein, weißt du? Obwohl er sagt, er ist Muslim, er ist konvertiert und so, trotzdem war er wirklich respektvoll und genau so muss es sein. Das war sehr, sehr vorbildlich von ihm. Und deswegen bitte, Leute, bittet für ihn, ja, dass er wirklich den Weg zu seinem Vater, Jesus Christus, wiederfindet. So. Genau, er war auch sehr, sehr ehrlich, Divora, genau. Hallo, Sine. Hallo, Sine. Ja, Sine. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich habe mich gerade nur so erinnert. Vor so einer kurzen Zeit, so vor ein paar Monaten, war ich in so einem anderen Stream und dann, ich bin ja orthodox, und die meinten, man muss erst glauben und dann sich taufen lassen. Und ich bin ja als Baby schon getauft worden, nach ersten Monat oder so. Und die meinten, ich soll mich dann nochmal taufen lassen oder so, wenn ich so dran glaube. Was findest du? Also sollte ich mich nochmal taufen lassen oder nicht? Ja, ich denke auch. Es ist zwar so, dass wir in der Bibel Beispiele sehen, dass Kinder zu Gott gebracht werden, ne, um das Kind sozusagen Gott vorzustellen und so weiter und so fort. Aber wir sehen in dem Evangelium, dass wenn Menschen sich getauft haben, dann haben sie sich getauft, weil sie geglaubt haben. Okay, und jetzt bist du erwachsen. Wenn du sagst, dass du immer noch glaubst und du möchtest dich nicht mehr taufen, okay, dann keiner zwingt dich. Aber Gott hat uns auf jeden Fall befohlen, uns taufen zu lassen. Und wir sehen in der Bibel, dass wenn Menschen sich taufen lassen, dann taufen sie, weil sie wirklich glauben. Sie haben selber Erkenntnis bekommen, ne, und aus dem Grund taufen sie sich. Aber wenn jemand sich tauft, obwohl er nicht weiß, wofür er sich tauft, dann ist es schon ein bisschen, weißt du, was ich meine? So. Deswegen, aber oder, du kannst auch darüber beten. Du kannst einfach darüber beten und sagen, Gott, hey, ich wurde getauft, aber ich bin unsicher, soll ich mich nochmal taufen lassen? Und dann guck, was der Geist Gottes dir sagt. Okay. Ja, okay. Und ich hatte noch eine Frage. Denkst du, dass man Muslime überhaupt überzeugen kann, ein bisschen so? Ja, man kann das nicht machen. Es ist der Geist Gottes, der das macht. Okay. Durch die Gespräche, die wir führen, durch die Bibelstellen, die wir zeigen. Gott kann alles Mögliche benutzen, um Muslime zu erreichen. Wir selber haben nicht die Macht dazu. Also ich kann reden, wie viel ich will. Ich bin nicht in der Lage oder ich bin nicht fähig, Muslime umzukehren, sondern der Geist Gottes ist die Person, die die Augen dieser Menschen öffnet. Also deswegen ist es wichtig, dass wir für sie beten. Wir sind nur Instrumente, also wir sind nur Gefäße, die Gott gebraucht, um sein Wort zu verkündigen. Ob die Menschen das glauben oder nicht, es hängt von Gott ab. Gottes Geist ist in der Lage, ihre Herzen zu öffnen. Ja, okay. Nee, weil ich habe auch so Freunde zum Beispiel, so mit Muslimen diskutiere ich sowieso nicht, weil es so Zeitverschwendung ist und Nervenverschwendung so. Aber ich habe zum Beispiel jetzt so christliche Freunde, also das sind Freunde von mir, die jetzt nicht so an Gott glauben, aber halt wegen Eltern Christen sind oder so. Und zum Beispiel denen wollte ich das ein bisschen so erklären. Und dann meinen so auch die meisten, dass die einfach keinen Bock haben, so irgendwie an Gott zu glauben, weil, also die sagen dann so wegen dieser Konflikte in Israel oder so zum Beispiel so, dass Religion in Sachen reingezogen wird und die deswegen nicht glauben wollen. So. Ja, das ist eine billige Ausrede, weil ich meine, alles Mögliche in der Welt führt zu Konflikten. Weißt du, ich meine, Fußball führt auch zu Konflikten, Politik führt auch zu Konflikten. Mit dem gleichen Logik müsste man jetzt Fußball ablehnen. Mit dem gleichen Logik müsste man Politik abschaffen. Mit dem gleichen Logik dürften Menschen gar keine andere Meinung haben, sozusagen, weißt du. Deswegen, nur weil Religion für Spaltung sorgt, heißt es nicht, dass wir jetzt nicht mehr glauben sollen. Die Wahrheit tut nun mal weh. Nicht jeder kann die Wahrheit akzeptieren. Das ist nun mal so. Solange wir unterschiedliche Menschen auf dieser Welt haben, wird es immer so sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, weißt du. Okay. Aber Fakt ist, es kann nicht alles stimmen und somit muss man sich als Mensch entscheiden, wofür man sich, ja, was einem anspricht, sage ich mal so. Ja, dann, das waren nur meine Fragen und wirklich einen großen Respekt an dich. So, ich glaube, ich wäre so eine Person schon bei einem, also vorhin diese Fragen hin und her, ich glaube, ich wäre so eine Person, ich wäre direkt schon ausgerastet, so. Hätte irgendwie angefangen zu schreien oder so. Bruder, wirklich ist alles nur durch Gottes Gnade und ich bin selber wirklich, ich bin gerade erschöpft, weil das war wirklich nicht einfach. Also heute kam wirklich, tut mir leid, dass ich so sage, aber komische Menschen hier hoch, die wirklich nicht bereit waren, die Wahrheit anzuerkennen, weißt du, deswegen. Also ich bin selber vorhin ausgerastet, weil das war wirklich schon die Grenze, so, weißt du. Ja,
Naja, so meistens auch, wenn ich lerne oder so, so ich habe immer deinen Stream hinten laufen und dann höre ich mir das so an. Also jetzt auch wegen Religion halt so. Ja, danke schön. Aber ich hoffe, dass du dich auch mit der Bibel beschäftigst und dass du auch durch den Stream Jesus näher kommst, weil es geht nicht um mich, es geht auch nicht um, weißt du, es ist kein Entertainment, sondern er soll einfach dazu führen, dass jeder von uns näher zu dem Herrn kommt, ja, und fester im Wort wird und so weiter und so fort, damit wir auch fähig sind, andere Menschen das Wort mitzugeben, um auch sie zu dem Herrn zu führen, weißt du, es geht immer um Jesus, es geht um Gott, um Jesus. Ja, ja, ich habe auch jetzt von meiner Cousine eine Bibel bekommen. Ich lese jetzt so manchmal Stück für Stück so, aber ich bin auch seit Kind auf so jeden Sonntag in die Kirche gegangen und habe auch richtig gelernt eigentlich so. Also von daher, also ja, ich, aber bei dir ist auch gut zu lernen, so man hört halt, man kriegt viel mit so bei dir. Freut mich, Bruder, ja, alle Ehre dem Herrn. Ja, dann, ich will nicht deine Zeit weiter verschwenden. Dann alles gut, alles Gott gut. Gott segne dich. Gott segne dich auch, ja. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. So, ich denke, es ist Zeit, jetzt abzuhauen. Warte mal, ich mach mal noch. Ich bin K.O. einfach, ich bin kaputt jetzt. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt reicht's langsam. Ja, Mann, stolzer Natural Veganer. Gott segne dich auch, ja, danke schön. Wirst du dich ja, selber im Glauben stellen? Gottes Segen, Mensch, Gottes Segen. Sei der Friede Gottes mit dir. Ebenfalls, Gott segne dich, Bruder. Ich wollte dir nur zwei Fragen nicht stellen, sondern mit beantworten, mit der Taufe zum Beispiel, ja. Also es ist die Babytaufe, also es geht hauptsächlich, der Herr sagt, wenn du mit ganzem Verstand und glaubst und verstehst, für was ich gestorben bin, dafür sollst du dich dann nochmal taufen lassen. Ja, weil Babytaufe, das war ja nicht deine eigene Entscheidung, das war die Entscheidung von den Eltern. Ja, also es ist dann nicht die zweite Taufe oder so, sondern dann fängt erst die richtige Taufe an. Weil du weißt ja, als der, ich weiß jetzt nicht, war das Paulus, wo er mit dem Mann gepilgert ist in der Stadt, und er hat ihm das Evangelium gebracht, dann hat er auch gesagt, was hindert mich denn jetzt, mich taufen zu lassen? Dann hat er sich einfach irgendwo an dem Wasser mit ihm taufen lassen. Richtig, richtig. Also das habe ich auch vorhin gesagt. Also man sollte sich nur taufen. Wenn man, also wir sehen ja in der Bibel, dass immer, wenn sich Leute getauft haben, dann haben sie das getan, weil sie wirklich dran geglaubt haben und umgekehrt sind, weißt du? Deswegen. Ja, also Taufe ist immer mit Glauben verbunden. Genau, und Bruder, was ich noch sagen wollte, ich habe, weil danke dem Herrn, ich meine, das ist seine Gnade, dass wir so frei evangelisieren können, dass wir die frohe Botschaft hier im Internet auch so weit wie möglich verbreiten können. Ich habe da nur eine Frage, weil ich bin mir auch da, also ich bin zwar darüber am Beten und habe noch keine Antwort bekommen, aber ich möchte auch nicht selber jetzt mit meinen eigenen Gedanken da irgendwie was sagen, deswegen wollte ich mal fragen, du weißt ja, als Johannes den Herrn Jesus Christus tauft und direkt nach der Taufe, als er vom Himmel, also als die Wolken aufgehen und vom Himmel in Gestalt einer Taube der Heilige Geist kommt, er geht doch direkt nach der Taufe und der, wo er den Heiligen Geist empfangen hat, geht er doch direkt in die Wüste, ne? Für 40 Tage, 40 Nächte. Mhm. Und wird dann von der Schlange, also von dem Teufel versucht, wo er sagt zum Beispiel zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, dann tu diesen Stein zu Brot machen. Und da sagt der Herr zu ihm, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was der Herr ihm gibt. Richtig? Richtig, ja. Richtig. Und das Zweite, als der Teufel ihn dann auf den Tempel mit hochnimmt und zu ihm sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann werf dich dort runter, dann wird dein Vater dir Engel senden, damit du dir den Fuß nicht anstößt. Richtig? Mhm. So, da ist eine ganz wichtige Botschaft, also sehe ich so. Da sagt der Herr, du sollst deinen Vater, deinen Gott nicht versuchen. Wir werden in dem Moment versucht. Wer hat wen? Was hast du? Also Jesus sagt ja dort, du sollst deinen Vater, deinen Gott nicht versuchen. In dem Moment, wer wird dort versucht? Also er hat nicht gesagt, du sollst deinen Vater, deinen Gott nicht versuchen, sondern er meinte, du sollst den Gott deines Herrn nicht versuchen. Also den Herrn deines Gottes nicht versuchen. Und genau. Damit meinte er, dass er Gott ist. Was sagst du? Da meint doch Jesus selber, dass er Gott ist, oder nicht? Ja, diese Perspektive habe ich auch betrachtet. Also entweder meinte Jesus zu ihm, versuch mich nicht, weil ich bin Gott. Genau. Und Jesus könnte aber auch meinen, du sollst Gott nicht versuchen im Sinne von, dass er sich jetzt nicht fallen lassen soll, um zu gucken, was Gott macht und so weiter. Weißt du? Das kann man so oder so verstehen.
Ach so, okay, weil dann, ich war nämlich auf dem ersten. Also so hatte ich das interpretiert, also so aufgenommen. Und da habe ich gesagt, boah, das gibt's doch gar nicht. Obwohl der Teufel wusste, dass er Gott ist, hat er ihn trotzdem wieder versucht zu manipulieren in der Form, immer weil er gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, das kann man wirklich so auch so, also das wäre nicht schlecht, so zu verstehen. Also das habe ich auch so in Betracht gezogen. Mhm. Also entweder kann Jesus gemeint haben, dass Satan ihn nicht versuchen soll, weil er Gott ist. Richtig. Er kann auch gemeint haben, man soll Gott nicht versuchen, im Sinne von, dass man sich fallen lässt, um zu gucken, ob Gott einen wirklich fängt und so, weißt du? Ah, okay. Okay, Mensch, Bruder, ich danke dir. Tut mir leid, dass ich dir deine Zeit geraubt habe. Ja, ich wünsche dir Gottes Segen. Möge der Geist Gottes immer mit dir sein. Möge deinen Mund benutzen und möge dir immer Geduld, Zufriedenheit, diese Demut, die der Herr uns gegeben hat, mit dem durch den Heiligen Geist, möge immer in deinem Herzen sein, weil du weißt, der Teufel wird immer gegen uns anfechten, aber wir haben die größte Waffe, weißt du, was das ist? Er hat schon gegen den Herrn verloren und deswegen können wir mit unserem Fuß seinen Kopf zertreten. Amen. Alle Ehre dem Herrn. Amen. Gott segne dich, mein Bruder. Ja, der Herr segne dich und deine ganze Familie und alle, die hier zuhören und alle. Und vor allen Dingen, ach so, dieser Junge hieß der Mikael, ich werde für den auch heute Abend beten. Mikael hieß der. Ja, mach mal wirklich. Auf jeden Fall. Ja, weißt du, was das Problem war? Das Problem war, er hat sich an Menschen, hat er sich enttäuschen lassen. Und in der Bibel steht drin, höre nicht auf Menschen, lass dich nicht von Menschen enttäuschen. Und er hat genau das gemacht. Richtig. Ja, okay, Bruder. Gottes Segen. Shalom, ja? Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Ja, ich folge dir, ne, mein Bruder. Dankeschön, Bruder. Gott segne dich, Mann. Ciao. Ja, Leute, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, mit diesem positiven Stimmung abzuschließen. Ich werde gleich beten, ja, weil wir haben heute wirklich mit Menschen geredet, die wirklich Gebete brauchen. Ja, wirklich, das ist ernsthaft. Und an die Leute im Stream, falls du Christ bist und du möchtest auch mitbeten, kannst du gerne eine Anfrage schicken, hochkommen, dann lass uns mal gemeinsam beten und den Stream abschließen. Bevor ich bete, werde ich kurz das Evangelium teilen an die 200 Menschen hier drinnen. Und dann bete ich und dann schließe ich es ab, okay? Also erstens, an alle hier drinnen, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, der Sohn Gottes ist vom Wesen her Gott gleich, okay? Das sehen wir im Johannes 5, Vers 18 bis 19. Und er ist Mensch geworden, hat das Gesetz Gottes erfüllt, perfekt, und hat sein Leben geopfert für uns Sünder, weil wir Sünder sind. Ja, und wir normalerweise sterben müssen, weil der Lohn der Sünde ist der Tod, aber Gott, die Bibel sagt, das Geschenk Gottes ist aber ewiges Leben durch Glauben an Jesus Christus. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, erfährst du Gottes Gnade. Warum? Weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Du erfährst Gottes Gnade und Gott wird dir vergeben. Ja, du wirst von Gott gezeugt, du wirst ein Kind Gottes. Und du kehrst um von deiner Sünden. Gott wird dich verändern und wird dich benutzen, so wie er mich benutzt. Ja, ich bin nicht hier, weil ich perfekt bin, sondern ich bin hier, weil ich ein Sünder bin. Ja, Bruder Francis, werden wir machen. Ich bin umgekehrt von meinen Sünden und habe erkannt, dass Jesus mein Retter ist. Ja, aus eigener Kraft kann ich dich nicht retten, sondern Jesus Christus ist mein Retter, Erlöser. So, das heißt, wenn du auch an Jesus glaubst, wirst du auch gerettet werden, du wirst Vergebung bekommen und du wirst ewiges Leben bekommen. Wenn du ihn aber ablehnst, dann wirst du eiskalt von Gott verdammt werden in die ewige Hölle. Und das ist keine Angstmacherei, sondern das ist die Wahrheit. Okay, die Bibel sagt, Gott, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Johannes Kapitel 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, jeder, du, ich, Muslime, wer auch immer, jeder, der glaubt, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, okay? Wer ihn aber ablehnt, nee, dann sagt die Stelle sogar, denn Gott hat nicht seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern er hat ihn in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerettet werde, okay? Also der Sohn Gottes kam, um zu retten. Aber das nächste Mal, wenn er kommt, dann kommt er nicht, um zu retten. Dann kommt er, um seine Gemeinde zu sich zu holen, seine Kinder zu sich zu holen und um alle Ungläubige zu bestrafen. Er kommt, um die Welt zu richten. Das nächste Mal, wenn Jesus hier auftaucht, auf diese Welt, dann werden alle, die ihn abgelehnt haben, gerichtet werden, eiskalt. Und die werden alle für immer und ewig in die Feuersee geworfen. Okay? An der Stelle, genau, wenn du sagst, hey, du möchtest Jesus Christus annehmen, du möchtest gerne konvertieren, und du traust dich nicht hier zu schreiben, kein Problem, schreib mir einfach privat, ich werde dir helfen, okay? Schreib mir privat, wenn du am Überlegen bist. Ich weiß, dass viele von uns sich schämen.
aus Angst vor Familie oder vor wen auch immer, wenn du sagst, hey, du möchtest mehr über Jesus wissen, kannst mir jederzeit privat schreiben, ich werde dir helfen. So, jetzt will ich beten, ja, für den Stream, für den Abschluss des Streams und auch für die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie gerettet werden. Und ihr könnt gerne im Geist mitbeten, okay? Vater, ich bin dir dankbar für, ja, für diese Zeit, die wir hier hatten. Ich bin dir dankbar für alle Menschen, die zugehört haben. Ich bin dankbar, Herr, denn es ist ein Privileg, dir zu dienen, Vater. Und ich bete, Herr, dass dein Heiliger Geist, ne, dass dein Heiliger Geist alle, die wirklich zugehört haben, dass alle Erkenntnis bekommen darüber, wer dein Sohn Jesus Christus ist. Vater, ich bete für die ganzen Muslime, die zugehört haben. Ich bete für, ja, für Mikael, der konvertiert ist. Ich bete für Bi, mit der ich gesprochen habe. Ich bete auch für die Muslime, mit denen es heute Streit gab. Ich bete für alle, die zugehört haben, dass jeder noch mehr Erkenntnis von Jesus Christus bekommt. Dass jeder erkennt, wie heilig, wie gütig, wie barmherzig und wie groß Jesus Christus ist. Dass jeder erkennt, dass in Jesus Christus allein, in keinen anderen Person, in keinen anderen Name, sondern in Jesus Christus allein ewiges Leben zu finden ist, Herr. Jeder soll erkennen, dass Jesus der Besitzer von ewiges Leben ist. Dass er der Weg ist, dass er die Wahrheit ist, Herr. Und ich bete gegen jegliche Art von Verblendung des Feindes. Ich bete gegen jegliche Art von Täuschung des Feindes. Ich bete, dass diese Menschen befreit werden von den Ketten des Islams, von den Lügen des Islams. Herr, dass du die Augen dieser Menschen öffnest durch deinen Heiligen Geist, dass du die Herzen dieser Menschen öffnest durch deinen Heiligen Geist und dass jeder Erkenntnis bekommt. Denn dein Wort sagt, dass du keinen Gefallen dran hast, wenn Menschen verloren gehen oder wenn der Ungerechte stirbt. Du hast keinen Gefallen dran, sondern du bist ein Gott, der will, dass jeder gerettet wird. Und somit bete ich, Vater, in Jesus Namen, dass alle, die zugehört haben, wirklich Erkenntnis bekommen, auf dass sie umkehren. Und wenn sie dich schon kennen, Herr, dann bete ich auch, dass sie sich noch mehr in dich verlieben, dass sie dich noch mehr fürchten, Herr, dass sie dich noch mehr ehren. Denn du bist groß, du bist wahrhaftig, du bist gütig, du bist einfach alles, Herr. Dir gebührt alle Ehre, Vater. Ich danke dir für alles. Es ist ein Privileg, dir zu dienen. Ich bete dies in Jesus Namen. Amen. Amen, Leute. Amen. Amen. Kommentare können wieder reinkommen, können wieder eingeschaltet werden. Genau. Danke, Stellon. Ja, Leute, damit bin ich zum Schluss gekommen. Ich hoffe, dass ihr alle gesegnet seid. Ich bin auf jeden Fall gesegnet. Ja. Und ja, Gott segne euch alle und pass auf euch alle auf. Ich werde, glaube ich, warte mal, ich lasse mal noch einen Bruder schnell hoch, bevor ich rausgehe. Ich werde erst am Wochenende, ich glaube am Sonntag, wenn die überhaupt wieder live kommen. In dem Falle, warte mal, Jace, was geht, Bruder? Oh, mein Bruder, jetzt, wie geht's dir? Gottes Segen. Gut, Bruder, alle Ehre dem Herrn, Gottes Segen. Amen. Dank dem Herrn, Bruder, ich habe nicht viel mitbekommen, ich habe das letzte Gebet von ihm mitbekommen. Dankeschön, Bruder, für die Ermutigung, für das Gebet. Möge der Herr dir auch weiterhin die Kraft geben und ihn, ja, den Geist Gottes in dir wirken lassen, so dass du auch die Anfeindungen, die du halt hier bekommst, ertragen kannst und daran wächst auch, ja, Amen. Amen, Amen, danke, Bruder. Hey, Dings, willst du noch was fragen zu den Leuten, die so kurz auf meinen Also, wenn du Abschluss machen möchtest, Bruder, das war, glaube ich, so ein Abschlussgebet, ne? Genau. Ja, Mann, aber wenn du was sagen willst, kannst du mal sagen, bevor ich rausgehe. Wenn ich nicht raus, oder? Ja, aber erstmal schön, dich zu hören wieder, Bruder. Ich war ja auch, du hast ja gesehen, weißt ja, was so Sache ist, ungefähr bei mir, so, ne? Ja. Auch ein bisschen Abstand gelassen. Und dann habe ich dich halt gesehen und vielleicht auch für die Menschen, die jetzt noch zuhören, und zwar öffnet euer Herz, ja. Wir sind alle gleich vor Gott, ja, egal ob, also egal wie du groß geworden bist, mit welchem familiären Zustand, mit welchen Sünden, es gibt nicht die größere, die kleinere, die sich weiter weg von Gott zieht, sondern sobald du schon einen Menschen schlecht gedenkst, so hast du eine Sünde begangen, so streng ist das Gesetz Gottes. Und dieses Gesetz, was wir nicht halten können, wir Menschen, bedeutet für uns einfach, dass wir Trennung zwischen Gott haben. Denn wir Sünder können nicht dort sein, wo die Heiligkeit Gottes ist, die Herrlichkeit Gottes ist. Und diese Trennung, die ist auf ewig, ja, weil Gott nicht irgendwie
Haftwärter spielt und sagt, du kannst deine Sünden irgendwie abwaschen und reinwaschen, sondern er sagt, es ist ewiglich, denn ich bin ewiglich, somit ist eure Seele auch ewiglich und sie ist halt mit Sünde behaftet. Und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt nicht genug tun, um diese Trennung wieder ja, reinzuwaschen. Aber weil Gott ja auch Liebe ist, nicht nur Gerechtigkeit, hat er einen Plan gemacht oder hat sich geoffenbart in Jesus Christus hier auf Erden und hat gesagt, weil du es nicht kannst, lieber Mensch, ja, lieber Detlef, lieber Ali, lieber Fabian, liebe Maria, liebe Johanna, liebe Aische, weil du es nicht kannst, komm ich und tue das, was du eben nicht kannst, und zwar die Schuld tragen, die du vor Gott hast. Und das hat er getan vor 2023 Jahren circa am Kreuz von Golgatha und hat sich kreuzigen lassen aufgrund unserer Sünden, aufgrund deiner persönlichen Schuld, hat das Blutopfer gegeben und ist am dritten Tag auferstanden, um zu zeigen, er ist wirklich wahrhaftig der Herr über Leben und Tod. Und wenn du daran glaubst, an das Werk, was der Herr Jesus Christus für dich persönlich getan hat, dadurch bist du gerechtfertigt und hast Versöhnung, laut 2. Korinther, hast versöhnt mit Gott, weil du den Namen des eingeborenen Sohnes nicht verleugnet hast, sondern angenommen hast. Und somit bekommst du ewiges Leben. Und das wünschen und erbitten wir alle, die wir schon in Christus Jesus sind. Amen. Amen. Danke, Bruder. Gott segne dich, Mann. Gott segne dich. Und das Evangelium vielleicht gegeben, Bruder. Jetzt, ich danke dir jetzt fürs Hochkommen. Gerne, Bruder. Nicht dafür. Und an alle hier drinnen, der Stream wird gepostet auf YouTube. Also Link ist mein Profil. Ja, ihr müsst einfach nur auf mein Profil raufgehen. Da ist dieses Instagram-Zeichen. Ihr klickt drauf und dann bekommt ihr diesen YouTube-Link. Und dann könnt ihr das volle Stream heute von heute angucken. Ich werde es, glaube ich, morgen erst posten. Genau, deswegen. Ach, krass. Ja. Was? Echt jetzt? Ja, das mache ich aber erst seit Montag oder so. Ich habe Sonntag einen YouTube-Account gemacht, wo ich jetzt alle Videos poste, weißt du? Also alles, den vollen Stream einfach poste. Halleluja, Halleluja, Bruder. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele Punkte manchmal die Menschen, ich denke mal, ne, auch wieder nachhören möchten, weißt du? Richtig. Ich kann mir vorstellen, wie ich damals so Streams geguckt habe, habe ich gesagt, boah, dieser eine Punkt, dann ist ja nicht wie so ein Video, wo du zurückspulen kannst, aber das, wenn du es hochlädst, Halleluja, Bruder, sehr schön, gute Idee, möge der Herr auch diesen Kanal segnen. Ich klicke jetzt einfach gleich auf dein Dings, abonniere dich, Bruder, jetzt und genau, ich sage jetzt schon mal gottesreichlichen Segen, Bruder, jetzt wirklich glaub, Löwe Bruder. Für den Herrn, wir sind Löwen für den Herrn, alle Ehre dem Herrn, damit wir nicht in Übermut und Hochmut schweben, ja, Amen. Wir sind nur Werkzeuge und Gott segne dich, Gott liebt dich, Bruder, Gott liebt euch alle und sei behütet, sei gesegnet, Bruder, jetzt. In Jesu ich auch, mein Bruder, Gott segne dich, mein Bruder. Auch rein, mein Bruder. Jetzt. Amen. Genau, Leute, also morgen wird der volle Stream hochgeladen und genau, ihr könnt einfach in Ruhe nochmal nachgucken und die Gespräche nochmal anhören und so weiter und so fort, okay? In dem Sinne, ich muss leider raus, ja, deswegen Gott segne euch alle, passt auf euch auf, der Herr sei mit euch und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.